Hey Leute, das Jahr 2023 ist zu Ende. In diesem Jahr haben wir einige sehr spannende Fälle behandelt, weshalb ich euch mit diesem Video nochmal die spannendsten Fälle präsentieren möchte, die wir 2023 auf diesem Kanal gezeigt haben. Dabei sind die Fälle nicht unbedingt in diesem Jahr passiert, aber wir haben sie erst in diesem Jahr besprochen. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch einen kleinen Trailer für ein Projekt zeigen, welches am 15. Januar hier auf diesem Kanal online geht. Falls euch diese Fälle gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo da, um keine neuen Videos zu verpassen, denn ab 2024 gibt es wieder jede Woche neue Fälle auf diesem Kanal. Kenny Veach war im Jahr 2014 47 Jahre alt. Er selbst bezeichnete sich als einen exzentrischen Künstler und er war aktiv auf YouTube unter dem Namen SnakeBitMG. Dort postete er Videos wie diese hier. Hello people of Shark Tank, my name is Kenny Veach. Made it nice and comfortable. I could sell a million of those babies. So. Neben seinen Videos hatte er noch viele andere Interessen. Ein großes war der Weltraum, vor allem aber die Möglichkeit, dass da draußen irgendwo Leben ist. Er lebte immerhin nur 3 Autostunden von Area 51 entfernt und war fasziniert von Geschichten über Besucher aus dem All. Seine Informationen über Aliens bekam er von YouTube. Vor allem ein Kanal, in dem es darum ging, Frieden mit Außerirdischen zu schließen, war sein Favorit und man fand ihn in den Kommentarsektionen von fast jedem einzelnen Video. Vor allem aber ein Kommentar stach dabei heraus. Unter einem Video mit dem Namen »Sohn eines Area 51-Technikers verrät Geheimnisse über alternative Energien« schrieb Kenny das folgende. »Das ist gar nichts. Ich bin ein Langstreckenwanderer. Einmal fand ich bei einer meiner Wanderungen in der Nähe der Nellis Air Force Base eine versteckte Höhle. Der Eingang der Höhle war wie ein perfektes, großes M geformt. Ich betrete immer jede Höhle, die ich finde, aber als ich begann, diese spezielle Höhle zu betreten, begann mein ganzer Körper zu vibrieren. Je näher ich dem Höhleneingang kam, desto stärker wurde das Vibrieren. Plötzlich bekam ich große Angst und machte mich aus dem Staub. Das war eines der seltsamsten Dinge, die mir je passiert sind. Natürlich glaubten ihm viele diese Geschichte nicht. Eine hitzige Diskussion entbrannte zwischen den Kommentatoren und Kenny und sie forderten ihn auf, Beweise zu liefern. Kenny war sehr ehrgeizig, weshalb er den Leuten erzählte, dass er zurück zu der Höhle gehen würde, diesmal aber bewaffnet, mit einer Pistole und einer Videokamera. Laut eigener Aussage muss er über 10 Stunden bis zur Höhle wandern, dabei sei der Weg sehr gefährlich und ohne Schilder. Auch sei die Gegend in der Nähe eines Bombentestgebietes. Das Einzige, worauf Kenny jetzt noch warten würde, wäre das Wetter. Denn in dieser Wüstengegend kann es im Sommer bis zu 55 Grad am Tag werden. Er würde erneut gehen wollen, wenn der Sommer vorüber ist. So schrieb er es in den Kommentaren eines Videos. Und am 18. Oktober 2014 war es dann soweit. Ein Video mit dem Titel M-Höhlenwanderung ging auf YouTube online. Well, here I am. On my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is the
This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. It's kind of like a big canyon. Irgendwann im Video zeigt dann noch einen kurzen Blick in einen Minenschacht. Dieser Schacht wird später noch wichtig. Schauen wir also mal, was dazu zu sagen hat. This is an old mine, and there's a hole here that just goes way down. I'll show you that. It's kind of a weird thing. It's been out here forever. I mean, there's no roads, there's no trails. This thing, who knows how long it's been out here, and I have no idea what they were digging up, but it looks like some of the rocks are kind of rusty, so it might have been some kind of ore. This is kind of iffy. I'm going to step on this thing. It's very old, but I'll just show you down inside that hole. It goes way, way, way down in there. Let me see if I can... That's pretty far. That goes way down in there. If you fell, that'd be it. You'd be a goner. It's a long way. So anyway... Danach geht es los auf die Suche nach der M-Höhle, wie sie nennt. Laut seiner Beschreibung war sie ungefähr so hoch wie aber sehr tief und, wie bereits erwähnt, wie ein perfektes M geformt. Während des restlichen Videos sieht man Kenny dabei, wie zahlreiche Tiere beschreibt und von der Natur schwärmt. Man merkt ihm seine Verbundenheit mit der Gegend hier sehr an und er wirkt sehr glücklich darüber, dass unter freiem Himmel ist. Knapp 15 Minuten nach Beginn des Videos sieht man dann am Rande des Videos etwas, was aussieht wie eine Höhle, die wie ein M aussieht. Hier ist der Ausschnitt. And then there's lots of little caves, but they're not the kind of cave I'm looking for. The kind of cave I'm looking for is deep and it's dark and it's shaped like it's shaped just like the letter M. So lots of little caves and stuff along here, and it's about level with the ground, like right, like in an area like this. So I really got to keep my eyes peeled because I don't want to pass it. Yeah. And then there's caves like that. Ein Nutzer schrieb dann eine interessante Theorie in die Kommentarsektion. Meine Theorie ist, dass bei 15:30, kurz bevor zu der Stelle kommt, an der die Höhle vermutet, 15:44, etwas sieht oder spürt, was wir nicht sehen können, was ihn dazu bringt, so zu tun, als ob immer noch nicht wüsste, wo die Höhle ist. Als sich dann bei 15:55 umdreht, denke ich, dass definitiv wusste, dass etwas nicht stimmte, aber blieb einfach cool, nicht zu zeigen, dass sich gruselt und oder vor etwas Angst hat. Als dann, an dem Tag, an dem verschwand, zurückkam, waren die Dinge irgendwie anders gelagert. Aber irgendwas Seltsames geht dort vor sich. Ich habe mir das Video gerade in einem stillen Raum mit Kopfhörern angeschaut und ich höre Stimmen und Geflüster im Hintergrund. Das ist einfach wirklich ein gruseliges Mysterium. Andere sind aber der Meinung, dass die Höhle gar nicht aussah, wie von ihm beschrieben, und sie deshalb ignorierte. Als am Ende des Tages die Höhle immer noch nicht gefunden hat, beschließt wieder zurück zu seinem Auto zu gehen und das Video endet. And that is it. So see you later, tortoise. Bye, guy. Hope I didn't disturb you. Danach schrieb noch, dass zurück sei und die Suche nach der Höhle insgesamt 10 Stunden gedauert hatte. Alles, was fand, waren Touristen und eine Spinne. Konnte jedoch schöne Fotos machen und wird die Suche nicht aufgeben. Einige Leute in den Kommentaren wollten, dass Kenny nochmal zurückgeht. Andere machten sich aber Sorgen ihn. So schrieb ein Nutzer, geh nicht dorthin zurück. Wenn du den Höhleneingang findest, dann geh nicht rein. Wenn du reingehst, dann kommst du nicht mehr raus. Da viele ihn mittlerweile aber als Lügner bezeichneten, kündigte an, dass noch ein drittes Mal auf die Reise gehen würde. Lud alle ein, ihn zu begleiten, jedoch kam am Ende niemand und musste allein in die Wüste los. Sagte am 10. November 2014, also seiner Freundin Sharyon Pilgrim Bescheid, dass noch einmal auf die Suche gehen würde. Danach wurde nie wieder gesehen. Eine umfangreiche Suchaktion wurde eingeleitet, nachdem Kennys Freundin ihn als vermisst gemeldet hatte. Wenige Tage später, am 22. November, fand man das Telefon von Kenny in dem Minenschacht, den in seinem Video zeigte.
Man fand ihn zwar nicht selbst dort, er muss aber zumindest bis dorthin gekommen sein, bevor er verschwand. Wie das Handy in das Loch kam, ist ungeklärt. Für einige war es sehr seltsam, dass Kenny eine weitere Tageswanderung alleine durchführen wollte. Vor allem, weil er keinerlei Campingausrüstung dabei hatte. Immerhin sollten diese Wanderungen doch über 10 Stunden gehen. Auch ließ er seine Videokamera zu Hause. Nur einen Fotoapparat nahm er mit sich. Kennys Freundin hinterließ dann einen Kommentar unter seinem Video. Ich bin die Freundin, von der Kenny in dem Video gesprochen hat. Es gibt so viele Posts, ich hatte keine Ahnung, bis mich ein Freund darauf aufmerksam machte. So viele Leute fragen sich, was passiert ist und stellen verschiedene Theorien auf. Die Traurigkeit über das, was mit Kenny geschehen ist, geht einem ans Herz. Er wurde noch nicht gefunden und ich habe das Gefühl, dass er wahrscheinlich erst in vielen, vielen Monaten gefunden wird, wenn überhaupt. Ich möchte euch mitteilen, was ich über die Geschehnisse weiß und damit ihr vielleicht einen Schlussstrich ziehen könnt und Verständnis für euer eigenes Leben aufbringen könnt. Kenny liebt das Wandern in der Wüste über alles. Es war seine allergrößte Lieblingsbeschäftigung. Wir sind zusammen durch die Wüste von Nevada gewandert und haben gezeltet. Manchmal waren es sogar 9 Stunden Wanderung am Tag. Wir fanden viele verlassene Bergbaustädte, die von Wanderern in Nevada gewöhnlich als Geisterstädte bezeichnet werden. Wir haben viele Höhlen und Minenschächte erkundet. Wir waren immer vorsichtig, wenn wir sie erkundeten, aber Kenny war ein bisschen wagemutiger als ich. Wir trugen Schlangenschutz, sonnengeschützte Kleidung, benutzten Wanderstöcke, hatten genug Wasser und Essen für die Wanderungen dabei und hatten sogar noch extra was im Auto. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nicht glaube, dass Kenny einen Unfall hatte. Ich glaube, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Er kämpfte viele Jahre lang mit Depressionen und wollte weder Medikamente nehmen noch einen Arzt aufsuchen. Er kündigte seinen Job 1 Jahr vor seinem Verschwinden. Die Suche nach ihm wurde ein paar Tage nach meinem Anruf eingeleitet. Über 30 Mitglieder des Such- und Rettungsteams suchten 3 Mal zu Fuß. Ein Hubschrauber überflog das Gebiet, aber es gab keine Spur von Kenny oder seinen Campingsachen. Sie fanden sein Auto in dem Bereich, den ich ihnen genannt hatte. Sie fanden sein Handy in dem Minenschacht im Video. Der Minenschacht war nur etwa 4 Stunden Fußmarsch von seinem Auto entfernt. Ich habe den Eindruck, dass er es zurückgelassen hat, damit er nicht über das GPS geortet werden kann. Auch seine Kamera hat er bei der Solowanderung nicht mitgenommen. Sie blieb in seinem Haus. Er hatte also nicht wirklich die Absicht, etwas zu filmen. Ich teile euch dies aus 2 Gründen mit. Erstens, damit ihr besser versteht, wer Kenny war und um etwas Frieden oder Verständnis in die Situation zu bringen. Zweitens, wenn jemand von euch beschließt, in unsere Wüste zu gehen, um ihn oder die M-Höhle zu suchen, seid vorsichtig und nehmt genug Wasser und Essen mit. Wanderstöcke sind eine gute Idee und ihr solltet nicht alleine wandern. Nehmt ein GPS-Gerät mit und stellt sicher, dass ihr eurer Familie oder Freunde darüber informiert habt, dass sie sich auf den Weg machen können und sie sollten wissen, wann und wo ihr zurückkehren werdet. Eine Suche kann nicht an einem einzigen Tag stattfinden. Ihr würdet einen Großteil der Wanderung immer wiederholen müssen, nur um auf den Berg zu kommen und hättet dann nicht mal mehr 4 Stunden, um die Suche durchzuführen. Man bräuchte 2 oder 3 Tage am Stück und im Sommer oder sogar im späten Frühjahr ist das wegen der Hitze in der Wüste unmöglich. Ihr könntet nicht genug Wasser mitnehmen, also bitte, bitte seid vorsichtig. Ich hatte viele wunderbare Erlebnisse mit Kenny und werde mich immer an sie erinnern und einen Platz der Liebe in meinem Herzen für ihn und die wunderbaren Dinge, die wir zusammen getan haben, haben. Ich bin dabei, mich von meinem Verlust zu erholen und freue mich auf neue Erfahrungen mit Wüstenwanderung, Camping und schönen Fotos von unserer Wüste. Genießt euer Abenteuer im Leben und danke für die liebevollen Kommentare, die mir geschickt wurden. Natürlich gab es nach diesem Kommentar einige Theorien. Manche davon sehr realistisch und andere extrem fantasievoll. Hier ist eine Zusammenfassung aller Theorien. Theorie 1. Verlaufen. Die erste Theorie besagt, dass Kenny sich in der Wüste verlaufen hatte und oder einen Unfall hatte. Er hatte kaum Hilfsmittel und kein GPS dabei. Er kannte die Gegend zwar, aber vielleicht bog er falsch ab oder es wurde zu schnell dunkel und er fand seinen Weg nicht mehr zurück. Auch hätte er stürzen und sich am Kopf verletzen können. Oder er fand seine M-Höhle, die nach seinem Betreten einstürzte und ihn begrub. Theorie 2. Er tat es selbst. Wie schon von Kennys Freundin beschrieben, litt er an einigen Krankheiten, die er nicht behandeln lassen wollte.
Was, wenn die negativen Kommentare zu viel für ihn waren und er verzweifelt war, dass er die Höhle nicht finden konnte? Vielleicht war die Scham für ihn zu groß, weshalb er sich in der Wüste dazu entschied, sein eigenes Leben zu beenden. Das würde auch erklären, wieso sein Handy im Minenschacht lag. So gäbe es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort oder ähnliches. Seine Freundin fragte ihn einmal, ob er sich jemals selbst das Leben nehmen würde, woraufhin Kenny nur antwortete, wenn ich es täte, dann würde man mich nie finden. Theorie 3. Neues Leben. Eine weitere Theorie ist es, dass Kenny geplant hatte, sein altes Leben zurückzulassen und neu anzufangen. Es gibt keine festen Beweise, ob der Kommentar unter seinem Video wirklich von seiner Freundin kam. Es hätte auch ein Account von Kenny sein können, in dem er Geschichten um Krankheiten erfand, damit die Leute aufhörten, nach ihm zu suchen. Vielleicht hatte er einfach keine Lust mehr auf seine neue Berühmtheit und nutzte die Gelegenheit, um ein ganz neues Leben anzufangen. Vor allem, da seine Wanderroute online einsehbar, wusste eigentlich jeder, wo er sein könnte. Hunderte Suchkräfte und andere YouTuber konnten keine einzige Spur von ihm finden, was äußerst merkwürdig ist. Theorie 4. Militär. Eine Theorie besagt, dass das Vibrieren in der M-Höhle von geheimen Experimenten der Regierung käme. Deshalb hätte man Kenny dort aus dem Weg geräumt, um Geheimnisse zu bewahren. Immerhin ist Area 51 in der Nähe der Gegend und Kenny wäre laut dieser Theorie in etwas hineingestolpert, was er nicht hätte sehen dürfen. Auch hier ist der Fakt wichtig, dass man seine Route kannte. Sie endete immer an der Höhle. Die Höhle ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Welche Rolle spielt sie wirklich in dem Verschwinden von Kenny? Ein weiterer Punkt, der diese Theorie bekräftigt, ist das sogenannte Active Denial System. Hierbei handelt es sich um ein Abwehrsystem des Militärs, bei dem die Haut eines Menschen anfängt warm zu werden, wenn er sich in bestimmten Bereichen aufhält. Damit soll einem Menschen ein ungutes Gefühl gemacht werden, damit er die Gegend wieder verlässt. Es ist zwar harmlos, aber deutlich spürbar. Auch niedrige Frequenzen können dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, als würde der Körper vibrieren, so wie Kenny es beschrieben hat. Theorie 5. Aliens. Ich habe gesagt, dass die Theorien wild werden, also schnallt euch an. Einige Menschen glauben entweder daran, dass Kenny von Aliens entführt wurde oder dass das Militär in der M-Höhle Alien-Waffen testete bzw. Alien-Technologien nutzte und Kenny eine dieser Waffen zum Opfer fiel. Ein großer Befürworter dieser Theorie ist ein Mann namens Robert Lazar. Er war tätig in der US Army und behauptet bis heute, dass er daran beteiligt war, Alien-Technologien zu reverse-engineeren. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie, dass er versucht herauszufinden, wie gefundene Technologien funktionieren, um sie danach selbst zu reproduzieren. Dabei soll er zum Beispiel eine neue Energiequelle namens Moskovium gefunden haben, der ein Raumschiff 30 Jahre lang mit Treibstoff versorgen soll. Natürlich stehen seine Aussagen heftig in der Kritik und viele zweifeln an dem, was er behauptet. Laut ihm seien überall in den USA kleine Labore, die kleine Teile von Technologien untersuchen und am Ende zu einem großen zusammenführen. Kenny sei dabei über eins dieser geheimen Labore gestolpert und wurde von der Technologie getötet. Ein letztes Video möchte ich euch noch zeigen. Vor einem Jahr lud ein YouTuber nämlich ein Video hoch mit dem Titel »Ich habe die M-Höhle gefunden«. Darin zeigt er uns das Folgende. So, I believe that up there is the M cave. See that entrance? Looks like a letter M. It's taken a bit of work to find this. A lot of dead ends along the way, but let's go check it out. Okay, I made it up here to the entrance of this M cave. In dem Video wundert sich der Kameramann über eine merkwürdige Steinwand, die für ihn so aussieht, als würde sie dort nicht hinpassen. Er schreibt in dem Text sogar, dass eine Theorie besagt, dass es eine geheime Tür gibt oder dass der Stein ein geheimer Eingang ist, den man finden muss. Am Ende findet er dann noch ein Warnschild von Area 51, in dem steht, dass Betreten strengstens verboten sei und man Waffengewalt nutzen würde, um Zivilisten fernzuhalten. Äußerst merkwürdig. Es ist nicht bewiesen, dass dies die Höhle von Kenny war. Oder versucht die Regierung, hier einen Köder zu legen, um die Leute von der wahren Spur fernzuhalten? Diese und andere Fragen bleiben wohl für immer ein Mystery of History. An welche Theorie glaubt ihr?
Unser heutiger Fall spielt sich im Jahr 2021 in Bristol, England ab. Bristol liegt im Südwesten des Landes. Bekannt ist die Stadt für die vielen Universitäten, die es dort gibt, aber auch für den Hafen, der einen der größten Exporthafen im Vereinigten Königreich ist. Im Land selbst zählt Bristol als eine der freundlichsten Städte, ansonsten entspricht sie aber der typisch britischen Tradition. In dieser Stadt lebte die 24-jährige Abigail White. Abigail hatte eine schwere Kindheit hinter sich. Als sie noch klein war, schlug der Vater oft ihre Mutter und wenige Jahre nach ihrer Geburt trennte sich das Paar. Als die Mutter dann erneut heiratete, schlug ihr neuer Stiefvater auch sie, weshalb sie bei ihren Großeltern leben musste. Diese Umstände wirkten sich auf ihre Schulnoten aus und oft wurde sie vom Unterricht verwiesen, weil sie sich daneben benahm. Mit gerade einmal 13 Jahren fing sie dann an, Antidepressiva zu nehmen. Wenige Jahre später lernte sie einen Jungen namens Bradley Lewis kennen. Bradley war ein paar Jahre jünger als sie und kam ebenfalls aus Bristol. Er spielte Fußball in einer örtlichen Mannschaft und hatte einen großen Freundeskreis. Die beiden wurden nach ein wenigen Jahren ein Paar und sollten dies auch für einige Zeit bleiben. Nach der Schule hatte Abigail Probleme, einen Job zu finden, weshalb sie beschloss, Content Creator zu werden. So begann sie irgendwann auf einer Plattform, die wir hier nur OF nennen werden, Fotos zu verkaufen. Der Grund hierfür sind die strengen Richtlinien von YouTube, die mir verbieten, den Namen der Webseite auszusprechen, ohne mit Problemen für das Video rechnen zu müssen. OF ist eine Seite, auf der Content Creator Inhalte gegen ein Abo-Modell verkaufen können. Ähnlich wie Patreon sollte es eine zweite Einnahmequelle sein, damit ihre Arbeit finanziert werden kann. Aber gerade auf dieser Seite etablierte es sich dann, dass einige Frauen Fotos von sich selbst in bestimmten Posen gegen Geld verkaufen. So wollte auch Abigail mit Fotos und Videos von sich und ihrem Freund Geld verdienen, statt einer klassischen Arbeit nachzugehen. Sie erstellte also einen Account mit dem Namen The Fake Barbie Girl und fing an, ihre Fotos online zu stellen. Bereits im ersten Jahr auf der Plattform verdiente sie über 50.000 Pfund, also knapp 56.000 Euro vor Abzug der Steuern. Doch ihr Erfolg sollte nicht allzu lange halten. Da die Konkurrenz riesig ist auf der Plattform, verlor sie schnell an Relevanz und 75% ihrer Follower kündigten ihr Abo bei ihr wieder. Im zweiten Jahr verdiente sie nur noch 13.000 Pfund. Sie war zu diesem Zeitpunkt auch schon vierfache Mutter und das Geld reichte nicht, um alles zu bezahlen. Da ihr Freund Bradley aber genug verdiente, konnte er seine Familie so gut es ging unterstützen. Von den vier Kindern waren drei seine leiblichen. Zu allem Übel hatte Abigail zusätzlich noch ein Problem mit illegalen Substanzen und Alkohol. All dies führte dazu, dass die Beziehung zwischen den beiden eher mäßig funktionierte. Laut eigener Aussage sei die Beziehung sehr anstrengend und kontrollierend gewesen. Abigail behauptete, dass ihr Freund untreu sei und sie manipulieren würde, obwohl sie selbst mit mehreren Männern Affären hatte. Freunde von Bradley warnten ihn, dass Abigail gestört sei und dass sie ihn kontrollieren würde. Auch die Mutter von Bradley versuchte, die beiden auseinanderzubringen, ohne Erfolg. In ihren Augen hatte ihr Sohn etwas Besseres verdient, jemanden, der ihn richtig behandelt. Dies ging so weit, dass Sozialarbeiter zur Wohnung der beiden fuhren und Bradley dazu überredeten, auszuziehen. Er zog also auf den Rat der Sozialarbeiter zu seiner Mutter zurück, jedoch vertraute Abigail ihm nicht, wenn er alleine war. Deshalb überredete sie ihn fast jede Nacht dazu, doch bei ihr zu übernachten. Auf ihren Social-Media-Accounts sieht man von dieser zerstörten Partnerschaft nichts. Sie postet TikTok-Videos über ihr angeblich wildes Leben und produziert weiterhin Fotos für ihren OF-Account. So nutzte sie ihre Reichweite aber auch, um sich über ihren eigenen Freund lustig zu machen und ihn online bloßzustellen. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem eine Sprachnachricht von ihr im Internet geleakt wurde, die sie an ihre beste Freundin geschickt hatte. Obviously, I have no limit when I get angry. And like, obviously, he said that I need help with that. Because people are generally saying to me, one of you are going to end up dead. Like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him if he hurts me again. Or I'm gonna end up being in prison. But I don't believe a word that comes out of that boy's mouth. I have to beat the living daylights out of him for him to tell me the truth. And he still don't tell me the truth. He only tells me the truth when he thinks I'm gonna kill him. Like when I get a knife out, like when I stab him, like, oh, I just don't get this kid.
Im März 2019 eskalierte einer ihrer Streits dann so sehr, dass sie ihn mit einem Messer angriff und es ihm in den Arm rammte. Als sie realisierte, was sie getan hatte, riefen sie einen Krankenwagen. Bradley erzählte dem Notarzt dann, dass es ein Unfall bei der Arbeit war. Da die beiden drei gemeinsame Kinder hatten, wollte Bradley die Beziehung nicht aufgeben und deckte sie. Ebenso blieb er mit ihr zusammen, denn er hatte Hoffnung, dass es doch noch gut ausgehen könnte. Dann kam der Tag des 25. März 2021, Bradleys letzter Tag. Gegen 20.10 Uhr abends beschwerten Nachbarn sich darüber, dass man Schreie aus dem Haus der Familie hörte. Eine besorgte Nachbarin ging daraufhin rüber und hörte, wie Abigail rief, dass sie kein Netz hätte und dass jemand einen Notarzt rufen müsse, weil er nicht mehr atmet. Als die Nachbarin das Haus betrat, sah sie Bradley auf dem Boden liegen. Der ganze Raum war voll mit Blut. Neben ihm, auf seiner Heizung, lag ein blutiges Messer. Sie rief sofort 999, die britische Notrufnummer, und kurze Zeit später kam auch ihr Mann an. Sie versuchten, Bradley medizinisch zu versorgen, bis die Sanitäter eintrafen, allerdings ohne Erfolg. Überall im Haus war Blut und in einer Ecke lag ein blutiger Mob und Kleidung. Abigail wirkte auf die Nachbarn extrem verängstigt und sie sagte, dass Bradley sich selbst mit dem Messer angegriffen hatte, nachdem sie einen Streit hatten. Die Polizei glaubte ihr diese Geschichte nicht. Sie durfte zwar mit ins Krankenhaus fahren, jedoch blieb die ganze Zeit ein Polizist in ihrer Nähe. Im Krankenhaus angekommen, wurde Bradley sofort in den OP-Saal gebracht, jedoch hatte er zu viel Blut verloren und um 1:30 Uhr nachts verlor er sein Leben. Es konnte nur noch festgestellt werden, dass er durch einen einzigen Stich in die Brust verletzt wurde. Der Stich war so tief, dass er bis ins Herz vordrang. Einige seiner Freunde meldeten sich dann bei der Polizei und erzählten von der schlechten Beziehung zu Abigail. Abigail wurde daraufhin festgenommen und befragt. Bei dieser Befragung verweigerte sie jede Aussage und übergab der Polizei nur ein schriftliches Statement, welches sie mit ihrem Anwalt angefertigt hatte. Laut dieser Aussage soll Folgendes passiert sein. Bradley hätte sie damit bedroht, dass er sich selbst verletzen würde, weshalb sie nach dem Messer griff, um es aus dem Fenster zu werfen. Auf dem Weg zum Fenster rannte Bradley ihr hinterher und griff nach dem Messer. Er packte ihren Arm und rammte sich selbst das Messer in die Brust. So sagte es Abigail. Die Polizisten sahen sofort die Lücken in dieser Geschichte und glaubten ihr kein Wort. Irgendwann sah sie das auch ein und akzeptierte die Anklage 2 Monate nach der Tat. Es galt nun also herauszufinden, was wirklich in dieser Nacht passierte. Etwas früher, an dem Abend des 25. März 2021, beschloss Bradley, dass er nicht mehr in einer Beziehung mit Abigail sein wollte. Sie tat ihm nicht gut und hatte ihn bereits zuvor mit einem Messer verletzt. Die beiden trafen sich also in einem öffentlichen Park, wo er mit ihr Schluss machen wollte. Abigail war außer sich vor Wut, als sie das hörte, und sie lehnte seine Entscheidung ab. Trotzdem gingen sie danach gemeinsam mit ein paar Freunden in einen Pub. Dort nahm Abigail eine Leine auf der Toilette des Pubs und setzte sich danach nach draußen in den Biergarten zu ihren Freunden und ihrem Ex-Freund. Sie trank daraufhin noch ein paar Bier, eine gefährliche Mischung. Irgendwann im Laufe des Abends ging Bradley dann auf die Toilette und fing dort an zu weinen. Ein Freund kam vorbei und fragte ihn, was los sei, woraufhin er antwortete, dass er Angst vor Abigail hatte. Dass er sie verlassen wollte, aber die Angst zu groß sei, dass sie sich selbst etwas antun würde. Draußen in der Bar fing dann eine Schlägerei zwischen Abigail und einem fremden Mann an, was darin endete, dass Abigail niedergeschlagen und aus der Bar geworfen wurde. Draußen nahm sie den Drink, den Bradley dabei hatte, aus seiner Hand und warf ihn in sein Gesicht. Als einer der Freunde dann sagte, dass sie sich beruhigen sollte, spuckte sie auch ihm ins Gesicht und sagte, dass sie mit Bradley alleine sein will bei ihr zu Hause. Auf dem Weg dorthin stritten die beiden sich ununterbrochen. Als sie sich dann von ihren Freunden verabschiedeten, sagte Bradley noch, dass er tot sei, wenn er nach Hause geht. 20 Minuten nach dieser Aussage ging der Notruf bei der Polizei ein. Abigail plädierte auf schuldig, jedoch bestand sie darauf, dass es keine vorsätzliche Tat war. Die Polizei war da anderer Meinung, denn man fand extrem viele Beweise gegen sie. Zum Beispiel waren auf dem Handy von Bradley hunderte von Nachrichten, die Abigail ihm geschickt hatte, indem sie ihn bedrohte und beleidigte. 31 Tage vor der Tat schrieb sie: "Ich schwöre dir bei Gott, ich stech dich ab." Wenige Tage danach schrieb sie nochmal: "Ich stech dir in deinen verfickten Nacken." Auf dem PC von Abigail fand man dann noch ihre Google-Anfragen. Darunter waren viele Fragen wie: "Wo am besten mit einem Messer angreifen?" und ähnliches.
Eine Psychologin sollte dann im Auftrag des Gerichtes Abigail untersuchen. Dabei fand sie heraus, dass Abigail extreme Probleme damit hatte, sich zu kontrollieren, wenn sie wütend war. Im offiziellen Statement hieß es sogar, dass 99% der Menschen besser darin seien, sich zu kontrollieren als sie. Auch würde es bei ihr Anzeichen dafür geben, dass sie unter Borderline litt. Durch den extremen Stress, dem sie ausgesetzt war vor der Tat, hätten sich ihre Störungen nur verstärkt. Eine Psychose wurde allerdings ausgeschlossen für die Tatnacht. Der Prozess begann also und alle Beweise wurden vorgetragen. Nach nur 12 Stunden kam das Gericht dann zu dem Urteil, dass Abigail in allen Punkten schuldig sei. Sie bekam eine lebenslange Haftstrafe mit einer Möglichkeit auf Bewährung nach mindestens 18 Jahren. Wenn ihr Antrag auf Bewährung also genehmigt werden sollte, wäre sie frühestens im Jahr 2039 wieder frei. Der Richter gab Abigail noch die folgenden Worte mit: Diese Nachrichten sind wirklich gruselig. Sie haben konstante Aufmerksamkeit gefordert. Die Nachrichten beweisen, dass, wenn er nicht das tat, was sie wollten, dann wurden sie zunehmend aggressiv. In meinen Augen ist es klar, dass sie die Absicht hatten, ihm das Leben zu nehmen, als sie auf ihn einstachen. Sie hatten es ihm schon viele Male angedroht. Zurück bleibt eine trauernde Familie, für die der Verlust des eigenen Sohnes der schlimmste Tag in ihrem Leben ist. Sie haben sich bis heute nicht davon erholt und werden es wahrscheinlich auch nie tun. Unser heutiger Fall spielt in Japan. Das Land ist für viele faszinierend, da es scheint, als würde die Gesellschaft dort wie ein Uhrwerk funktionieren. Genau deshalb schockt es umso mehr, wenn man die düsteren Seiten dieser Gesellschaft betrachtet. Bereits eines der ersten Videos hier auf dem Kanal beschäftigte sich mit einem Fall aus Japan und seitdem tauchen immer wieder Fälle auf, die dort spielen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr neu hier seid, denn es erscheinen jede Woche neue Fälle. Bevor wir nach Japan reisen, müssen wir aber zuerst über einen Ort in England sprechen, nämlich Coventry. In Coventry leben knapp 350.000 Menschen. Eine davon war Lindsay Hawker. Geboren wurde sie am 30. Dezember 1984. Ihre Eltern waren Bill und Julia Hawker und sie hatte noch zwei weitere Schwestern namens Louise und Lisa. Ursprünglich kam die Familie aus Brandon, einem kleinen Dorf außerhalb von Coventry. Sie ging in der Stadt zur Schule und studierte später Biologie an der Universität von Leeds. Im Jahr 2006 machte sie dort ihren Abschluss. Ihr langfristiges Ziel war es, auch einen Masterabschluss zu machen, jedoch wollte sie sich ihre Zeit vorher anders vertreiben. Sie beschloss, dass sie sich für ein Jahr Auszeit nehmen wollte. Sie wollte die Welt sehen und etwas reisen, während sie nebenbei arbeitete. Während ihrer Auszeit wollte sie immer Kontakt mit ihrer Familie über E-Mail, Skype oder Telefon halten. Im Oktober 2006 fing sie also an, Englisch in Japan zu unterrichten. Sie unterrichtete dies an der damals größten privaten Sprachschule des Landes, der Nova-Sprachschule. Diese Schule hatte Standorte in Osaka und Tokio. Da die Lehrplätze an der Schule sehr begehrt waren, war es ein großes Glück für Lindsay und sie durfte in Koiwa, Tokio unterrichten. Sie mietete sich in eine WG in Shiba ein, da die Miete dort günstig war. Die WG teilte sie sich mit zwei anderen Lehrerinnen. Sie fand schnell den Anschluss in der riesigen Metropole und genoss ihre Zeit. Natürlich vermisste sie ihre Familie und ihren Freund in England, aber in so einer großen Stadt mit so vielen Möglichkeiten fand sie sich gut aufgehoben für das Jahr im Ausland. Die ersten 6 Monate in Tokio vergingen wie im Fluge, bis zum März 2007, als Lindsay eine merkwürdige Begegnung in der Stadt hatte. Sie war gerade auf dem Weg nach Hause. Sie wollte ihr Fahrrad am Bahnhof in Shiba abholen, als ein Mann sie von hinten ansprach. Er sagte, dass sie seine Englischlehrerin sei. Die Situation war insofern merkwürdig, da sich Lindsay sicher war, dass sie diesen Mann noch nie zuvor gesehen hatte und er definitiv kein Schüler von ihr sei. Sie wies ihn ab, jedoch fing der Mann an, ihr zu folgen. Auch als sie anfing, mit dem Fahrrad davon zu fahren, rannte der Mann ihr hinterher. Während er ihr hinterher rannte, fragte er sie mehrfach, woher sie käme und was sie studiert hätte. Da die Straße in der Gegend sehr breit und weitläufig war, schaffte sie es nicht, den Mann loszuwerden. Sie fuhr bis zu ihrer WG, wo sie anhielt. Der Mann, der sie verfolgte, war Tatsuya Ishihashi. Tatsuya rannte bis zu ihrer Wohnung, wo er sie erneut zur Rede stellte. Er stellte sich vor sie und fragte sie, ob sie seine Englischlehrerin werden könnte.
Er hätte Probleme mit der Sprache und er bräuchte dringend Hilfe. Er schlug vor, dass man sich in einem Café treffen könnte und er würde überdurchschnittlich gute Stundenpreise zahlen. Sie lehnte das Angebot ab mit der Begründung, dass sie kaum Zeit hätte neben ihrer regulären Arbeit. Ganz abgesehen davon, dass der Mann sie nach Hause verfolgt hatte. Tatsuya akzeptierte ihre Entscheidung und bat sie um ein Glas Wasser, da er durstig sei vom vielen Rennen. Sie war misstrauisch, aber ließ den fremden Mann mit in ihr Apartment kommen. Sie war sich sicher, dass ihre beiden Mitbewohnerinnen zu Hause seien und sie so das Gesicht des Fremden sehen könnten, falls es in Zukunft wichtig sei. Im Apartment nahm er sich ein Glas Wasser und fragte sie erneut nach Lehrstunden. Er bot ihr sogar umgerechnet knapp 35 Euro pro Stunde an. Da dieser Preis wirklich sehr hoch war, nahm sie das Angebot an und sagte ihm, dass sie sich in ein paar Tagen in einem Café treffen würden. Kurz bevor Tatsuya ging, fing er noch an, einen Stift aus seiner Tasche zu ziehen und auf einem Stück Papier seine Nummer aufzuschreiben. Daneben zeichnete er eine schnelle Skizze von Lindsay und schenkte sie ihr als Abschiedsgeschenk. Lass uns also einen genaueren Blick auf Tatsuya werfen. Tatsuya Ichihashi wurde am 5. Januar 1979 in Gifu geboren. Er lebte dort die meiste Zeit seines Lebens und zog irgendwann nach Shiba. Seine Mutter war eine Zahnärztin und sein Vater war Arzt. Er schloss sein Studium an der Universität von Shiba im Jahr 2005 ab und lebte danach vom Geld seiner Eltern. Diese zahlten ihm umgerechnet knapp 800 Euro pro Monat. Zur Zeit, als er Lindsay kennenlernte, war er 28 Jahre alt. 6 Jahre zuvor war er mit dem Gesetz in Kontakt gekommen, als eine Anzeige gegen ihn wegen Diebstahl und Verletzung erhoben wurde. Angeblich griff er einen Mann auf offener Straße an, der Fall wurde aber außergerichtlich geregelt. Er hatte außerdem eine langjährige feste Freundin zum Zeitpunkt dieser Geschichte. Er war Fitnessfanat und fuhr jeden Tag 25 Kilometer mit seinem Rad. Weitere Hobbys von ihm waren das Lesen von brutalen Mangas für Erwachsene. Es vergingen einige Tage nach der Begegnung der beiden und am 24. März 2007 trafen sie sich dann in einem Café, um Englisch zu lernen. Kameras zeichneten die beiden auf, wie sie sich einen Kaffee bestellten. Sie lernten zusammen für eine Stunde, bevor Tatsuya sagte, dass er sein Geld zu Hause vergessen hatte. Er würde nur ein paar Blocks weiter wohnen. Sie könnten also zu ihm nach Hause gehen und er würde ihr das Geld für den Kaffee geben. Sie stimmte zu und sie riefen sich gemeinsam ein Taxi. Vor der Wohnung von Tatsuya sagte Lindsay dann, dass der Taxifahrer kurz warten sollte, da sie das Taxi danach noch zur Schule bräuchte. Die beiden gingen in die Wohnung und als sie nach einigen Minuten nicht zurückkamen, dachte sich der Taxifahrer, dass sie sich vielleicht einen anderen Plan überlegt hatte und er fuhr weiter zum nächsten Auftrag. Auch auf Arbeit in der Schule fehlte am Abend jede Spur von Lindsay. In ihrem Apartment hatte niemand von ihr etwas gehört oder gesehen. Ihre Mitbewohnerin riefen daraufhin die Polizei und noch am selben Abend wurde sie als vermisst gemeldet. 3 Tage später gab es immer noch kein Lebenszeichen. Auch ihre Familie zu Hause in England hörte nichts von ihr, weshalb ihre Sorgen immer größer wurden. Als sie dann ihren 2. Arbeitstag auch verpasste, wuchs bei ihren Bekannten so langsam die Panik. Am 3. verpassten Arbeitstag meldete auch ihr Arbeitgeber sie als vermisst bei der Polizei. Erst dann fing die Polizei an, sich um diesen Fall zu kümmern. Die Polizei wusste, dass Lindsay sich mit Tatsuya traf, weshalb er der erste Verdächtige in diesem Fall war. Durch die Zeichnung von ihr hatten sie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse von Tatsuya, weshalb sie schnell seine Adresse herausfanden. Gegen 17 Uhr kamen sie an seiner Wohnung an und klopften an der Tür. Es schien niemand zu Hause zu sein, aber die Nachbarn ließen die Polizei in ihre Wohnung, um vom Balkon hinüber in seine Wohnung schauen zu können. In der Wohnung war zwar kein Licht an, man konnte aber erkennen, dass sich jemand darin bewegte. Was auch merkwürdig war, war, dass seine Badewanne auf den Balkon gestellt wurde. Es wurde Verstärkung gerufen und 7 weitere Polizisten kamen zur Wohnung von Tatsuya. Sie hatten die Befürchtung, dass Lindsay vielleicht festgehalten wird gegen ihren Willen. Gerade als die Polizei die Wohnung stürmen wollte, öffnete Tatsuya die Haustür. Er hatte keine Schuhe an und trug einen Rucksack. Er nutzte die Verwirrung der Polizei und rannte davon. Nur seinen Rucksack konnte die Polizei festhalten. Er entkam knapp.
In einer Stadt wie Tokio ist es extrem schwer, jemanden ausfindig zu machen, und Tatsuya verschwand spurlos aus den Augen der Ermittler. Sie fingen also an, die Wohnung von Tatsuya zu durchsuchen und machten einen grausigen Fund. In der Badewanne auf dem Balkon fand man die Überreste von Lindsay Hawker. Die Badewanne war gefüllt mit Sand und Zement. Nur die rechte Hand von Lindsay ragte aus dieser Mischung noch hervor. Überall in der Wohnung lagen die Dinge, die Lindsay an dem Tag bei sich trug. Im Badezimmer fand man Haare von Lindsay, was darauf hindeutete, dass Tatsuya sie kahl rasiert hatte, bevor er sie in die Wanne legte. Ansonsten fand man einige Perücken in seiner Wohnung. Überall in Japan wurden daraufhin Fahndungsplakate verteilt mit verschiedenen Fotos von Tatsuya. Wochen vergingen und es kamen nur wenige Hinweise bei der Polizei an. Noch weniger Menschen hatten Tatsuya gesehen und die Orte, die dann abgesucht wurden, ergaben auch keine neuen Hinweise. Irgendwann war die Polizei sogar so verzweifelt, dass sie Fotos von Tatsuya veröffentlichten, in denen sie ihm Perücken per Photoshop aufgesetzt hatten. Immer noch gab es keine Hinweise. Wochen wurden zu Monate und Monate zu Jahren. Die Familie von Lindsay hatte das Gefühl, dass die Polizei den Fall aufgegeben hatte, weshalb sie selbst nach Japan reisten, um dort Pressearbeit für den Fall zu leisten. Dies ging sogar so weit, dass der Vater von Lindsay sich mit einigen Yakuza traf und ihnen Whisky anbot, wenn sie ihm helfen würden bei der Suche nach dem Täter. Der Fall wurde dadurch in den Medien immer größer. Britische Medien zeigten den Fall täglich. Japanische Medien berichteten über den Täter und die Polizei wurde immer mehr unter die Lupe genommen von der Bevölkerung. Tatsuya reiste in all dieser Zeit quer durch Japan. Er befand sich für einige Zeit im Norden und reiste später nach Okinawa, einer südlich gelegenen Insel. Um versteckt zu bleiben, lebte er sogar für einige Zeit in einem unterirdischen Bunker auf einer einsamen Insel. 2 Jahre nach der Tat lebte er in Osaka. Er arbeitete für eine Baufirma, übernachtete in Internetcafés überall in der Stadt verteilt. Das Geld, was er sparte, legte er an, um sich eine Schönheitsoperation leisten zu können. Er wollte sein Gesicht so sehr verändern, dass er nicht mehr erkannt werden konnte. Er selbst hatte bereits eigenständig an sich operiert. Zum Beispiel schnitt er Teile seiner Lippe ab, nähte seine Nase enger zusammen und entfernte mit einer Schere alle Muttermale am Körper. Die Polizei hatte währenddessen eine Belohnung von umgerechnet 70.000 Euro ausgeschrieben für den Hinweis, der zu seiner Verhaftung führen würde. Im Oktober 2009 meldete sich dann ein Chirurg bei der Polizei. Er lebte in Nagoya und er glaubte, dass Tatsuya gerade bei ihm in der Praxis war. Er hatte vorher-nachher Fotos von ihm gemacht, weshalb diese aktuellen Bilder dann überall in den Medien ausgestrahlt wurden. Obwohl er diese teure OP hinter sich hatte, war sein neues Aussehen direkt weltweit bekannt. Tatsuya wusste nun, dass er nicht in Osaka bleiben konnte. Sogar auf seiner Arbeit wurde er jetzt erkannt. Er hatte sich jahrelang erfolgreich versteckt und nun schauten alle ihn an. Sein Plan war es erneut, sich in einen Bunker zurückzuziehen. Und so ging er am 10. November 2009 zum Hafen von Osaka, um dort eine Fähre zu nehmen. Am Hafen wurde er von einem Mitarbeiter erkannt, der sofort die Polizei rief. Wenige Minuten später umringten Polizisten den Mann und fragten ihn nach seinem Namen. Er antwortete darauf nur: "Ja, ich bin Tatsuya Ichihashi." Die jahrelange Suche war damit beendet. Er wurde verhaftet und angeklagt. Am 4. Juli 2011 begann der Prozess gegen ihn. Während des Prozesses gab er die Tat zu. Dass er Lindsay in sein Apartment lockte, sich dort an ihr vergriff und ihr danach das Leben nahm. Am 21. Juli wurde er dann zu lebenslanger Haft verurteilt. In Japan gab es zwar die Todesstrafe, aber nur in ganz seltenen Fällen wurde diese auch ausgesprochen. Kurz bevor der Prozess begann, hatte Tatsuya ein Buch veröffentlicht, in dem er die Tat zugab und über seine Seite der Dinge sprach. Vor allem schrieb er aber über seine Flucht und wie er es über 2 Jahre geschafft hatte, sich vor der Polizei zu verstecken. Jeglicher Gewinn, den Tatsuya an dem Buch machen wollte, wurde an die Familie von Lindsay gespendet. Es verkauften sich bis heute über 100.000 Kopien des Buches, welches den Titel "Bis ich verhaftet wurde" trug. Lindsays Familie lehnte jede Spende allerdings ab, da sie die Geste zwar anerkannten, sie aber nicht ihre Tochter dadurch zurückbringen würden. Falls ihr jemals in einer ähnlichen Situation seid, in der ihr euch verfolgt fühlt,
dann lockt diesen Menschen bitte nicht zu euch nach Hause. Sucht einen öffentlichen Platz auf, ein Geschäft oder die Polizei. Und wenn ihr euch unwohl in der Anwesenheit eines Menschen fühlt, dann habt keine Angst, auf euer Recht, Nein sagen zu können, zu bestehen. Es gibt da draußen, nicht nur in Japan, leider viel zu viele kaltblütige Menschen wie Tatsuya. Mary Flora Bell wurde am 26. Mai 1957 in England geboren. Die Familiengeschichte von Mary ist eine äußerst schwierige. Ihre Familie lebte in Nordengland. Ihre Mutter, Betty Bell, war eine bekannte Sexworkerin, die fast nie zu Hause war und oft nach Glasgow reiste, um dort zu arbeiten. Mary war bereits das zweite Kind von Betty und Betty selbst war erst 17 Jahre alt gewesen, als sie Mary bekam. Der damalige Partner der Mutter, William Bell, passte auf Mary und ihre Schwester auf, falls er zu Hause war. Mary glaubte die meiste Zeit, dass William ihr biologischer Vater war. Bis heute ist die Identität des tatsächlichen Vaters aber ungeklärt. William Bell war außerdem ein Alkoholiker mit einem Aggressionsproblem, der ab und zu Geschäfte überfiel. Dafür musste er auch mehrfach ins Gefängnis. Zu all dem kam noch dazu, dass weder Betty noch William das Kind wollte. Minuten nach ihrer Geburt schrie die Mutter, dass man das Ding von ihr fernhalten sollte. Sie wollte kein zweites Kind und schon gar nicht mit 17. Oft trug Mary während ihrer frühen Kindheit auch Wunden davon, die durch Haushaltsunfälle entstanden. Man war sich damals nicht sicher, ob diese Unfälle wirklich Unfälle waren oder ob Betty versuchte, auf diesem Weg ihr Kind loszuwerden. Einmal fiel Mary aus dem Fenster im ersten Stock. Ein anderes Mal naschte sie von den Schlaftabletten ihrer Mutter, die sie offen liegen gelassen hatte. Dies ging sogar so weit, dass Betty ihr Kind an eine Frau verkaufte, die selbst keine Kinder kriegen konnte. Ihre ältere Schwester, die selbst noch ein Kind war, musste daraufhin quer durchs Land reisen, um ihre kleine Schwester zurückzuholen. Die Familie von Mary bekam das alles mit und vor allem, wie ihre Mutter mit den Kindern umging. Eine Tante bot daher an, dass sie sich um die Kinder kümmern könnte, jedoch lehnte Betty dies ab. Laut einigen Aussagen erlaubte Betty es ihren Kunden sogar, sich an ihrer Tochter zu vergreifen. Als Mary dann in die Schule kam, bemerkten ihre Lehrer, dass sie unter starken Stimmungsschwankungen litt. So prügelte sie sich oft mit ihren Mitschülern, sowohl Jungs als auch Mädchen. Diese Kämpfe gingen manchmal so weit, dass sie versuchte, ihre Klassenkameradinnen zu erwürgen. In einem Fall zwang sie ein Mädchen dazu, Sand einzuatmen, welcher ihre Atemwege blockierte. Auch zu Hause machte sie oft nachts ins Bett. Freunde hatte sie kaum, da sie alle merkwürdig fanden und auch große Angst vor dem jungen Mädchen hatten. Nur mit der Nachbarstochter, der 13-jährigen Norma Bell, verstand sie sich gut. Sie hatten zwar den gleichen Nachnamen, aber waren nicht miteinander verwandt. Mittlerweile war es das Jahr 1968, Mary war 11 Jahre alt. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler hatten sich daran gewöhnt, dass sie Ausbrüche von Gewalt hatte. Ein Schüler beschrieb, dass sie immer mit dem Kopf wackelte und dann ins Leere starrte, wenn sie kurz davor war auszurasten, weshalb sie sich darauf einstellen und vorbereiten konnten. Am 11. Mai 1968, einem Samstag, wurde ein 3-Jähriger dabei beobachtet, wie er blutend die Straße hinunterging. Die Polizei kam und brachte den Jungen zu einem Arzt. Dort erzählte er, dass er mit Mary und Norma gespielt hatte, als diese ihn in einen verlassenen Luftschutzbunker schubsten. Er wäre dabei über 2 Meter gefallen. Wer ihn geschubst hatte, wusste er nicht mehr, jedoch trug er deutliche Wunden am Kopf von diesem Vorfall davon. Noch am selben Abend meldeten sich 3 weitere Mütter bei der Polizei, die erzählten, dass Mary und Norma versucht hatten, ihre Töchter zu erwürgen, als sie im Sandkasten spielten. Die Polizei fuhr zu beiden Kindern nach Hause, um sie zu befragen. Beide erzählten, dass sie mit keinem der 4 Fälle etwas zu tun hätten. Sie hätten den Jungen bereits blutig im Bunker gefunden und ihm geholfen. Nach einiger Zeit sagte Norma allerdings das Folgende. Mary ging zu einem der Mädchen und fragte, was passiert, wenn man jemanden erwürgt? Stirbt er dann? Dann legte Mary beide Hände um den Hals des Mädchens und drückte zu. Das Mädchen fing an, lila zu werden. Ich sagte Mary, dass sie aufhören solle, aber sie hörte einfach nicht auf. Dann legte sie ihre Hände um Paulines Hals und auch sie wurde lila. Ein anderes Mädchen, Susan, kam dazu und Mary tat dasselbe mit ihr.
Dadurch, dass die beiden noch so jung waren, wurden beide mit einer Verwarnung davongelassen. Es kam hier nie zu einer Ermittlung oder irgendeiner Art von Untersuchung. In den 1960er Jahren wurde ein umfangreiches Stadterneuerungsprojekt in Gegenden wie Newcastle durchgeführt. In vielen Innenbezirken der Stadt wurden Reihenhäuser abgerissen, die teilweise noch aus der viktorianischen Ära stammten. Dort sollten moderne Häuser und Wohnungen gebaut werden. Einige Familien lebten aber noch in diesen Häusern, die abgerissen werden sollten, weil sie auf eine Neuunterbringung durch die Stadtverwaltung warteten. Für die Kinder der Gegend waren die jetzt leerstehenden Häuser der perfekte Spielplatz. Ob schon abgerissen oder nur leerstehend, war ihnen dabei egal. Eine dieser Gegenden war Tin Lizzy, ein Ort in der Nähe einer Eisenbahnlinie. In dieser Gegend war auch die St. Margaret Road. Es war ein Tag vor Marys 11. Geburtstag, der 25. Mai 1968, als man die Überreste von dem vierjährigen Martin Brown fand. Er lag auf seinem Rücken, mit den Armen über seinem Kopf. Der Handwerker John Hall versuchte ihn zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Gerade als er dabei war, ihn zu reanimieren, tauchte Mary und Norma im verlassenen Schlafzimmer auf. Beide wurden aus dem Haus gebracht und ihnen wurde gesagt, dass etwas Schlimmes passiert sei, man aufgrund des vielen Blutes aber sich nicht sicher war, wem etwas zugestoßen sei. Am Tag nach der Tat untersuchte Dr. Bernard Knight die Überreste von Martin. Dabei kam er zu dem Entschluss, dass es keine Anzeichen von Gewalt gab, weshalb die Todesursache ungeklärt blieb. Einen Tag nachdem der Junge gefunden wurde, am Geburtstag von Mary, zerstörten Mary und Norma die Einrichtung einer Kinderkrippe. Sie zerrissen Bücher, warfen Tische um und bemalten die Bilder an der Wand. Einen Tag danach fand die Polizei dann Notizen, die Mary geschrieben hatte. In einer stand: Ich begehe die Taten, damit ich zurückkommen kann. In einer weiteren stand dann: Wir haben Martin Brown das Leben genommen. Der Name Martin wurde hier falsch geschrieben. Die Polizei dachte, dass dies ein schlechter Scherz sei, weshalb sie sich nicht weiter darum kümmerten. Wieder einige Tage später klingelte es dann an der Tür der Familie Brown. Mary und Norma standen vor der Tür und fragten, ob sie Martin sehen könnten. Die Mutter sagte, dass dies nicht ginge, weil er nicht mehr am Leben sei. Daraufhin antwortete Mary nur: Ich weiß, ich wollte nur seinen Sarg sehen. Die beiden fingen laut an zu lachen und rannten davon. Einige Zeit verging, bis zum 31. Juli 1968. Brian Howie spielte mit seinen Geschwistern und dem Familienhund auf der Straße. Auch Mary und Norma schlossen sich der Gruppe irgendwann zum Spielen an. Am Abend kam Brian dann nicht nach Hause. Nachbarn und Eltern waren besorgt und durchsuchten die Gegend nach ihm. Gegen 23 Uhr an diesem Abend fand man seinen leblosen Körper dann in der Nähe von Tin Lizzy zwischen zwei großen Blöcken aus Zement. Sofort wurde die Polizei gerufen. Diese stellte vor Ort dann fest, dass jemand versucht hatte, den Körper mit Gräsern zu verstecken. Neben den Füßen des Jungen lag eine zerbrochene Schere und er hatte mehrere Wunden am Körper. Ein Gerichtsmediziner fand dann noch heraus, dass er wahrscheinlich erwürgt wurde. Als man ihn fand, war er bereits 8 Stunden lang nicht mehr am Leben gewesen. An seinem Bauch war der Buchstabe M geritzt worden. Durch den Fund von Brian Howie wurde eine riesige Fahndung nach dem Täter gestartet. Mehr als 100 Polizisten wurden mit dem Fall beauftragt. Da sich der Gerichtsmediziner sicher war, dass der Täter ein Kind sein musste, wurden über 1200 Kinder aus der Gegend befragt. Am 1. August 1968 wurden auch Mary Bell und Norma Bell befragt. Ihre Aussagen waren widersprüchlich, aber sie gaben zu, dass sie mit Brian gespielt hatten. Am Nachmittag hätten sie sich dann verabschiedet und ihn nicht mehr gesehen. Einen Tag später wurden sie erneut befragt und Mary behauptete plötzlich, dass sie einen 8-jährigen Jungen gesehen hatte, der mit Brian spielte. Irgendwann hätten die beiden angefangen, sich zu prügeln, laut ihr. Der fremde Junge hätte außerdem Gras und eine Schere dabei gehabt. Sie erzählte weiter, Zitat: Ich habe gesehen, wie er versucht hat, mit der Schere den Schwanz einer Katze abzuschneiden, aber irgendwas stimmte nicht mit ihr. Ein Bein war gebrochen oder verbogen.
Da bis zu diesem Zeitpunkt nur die Polizei von der Schere wusste, war sich der verhörende Polizist sicher, dass Mary die eigentliche Täterin war. Der Junge, den sie beschrieb, fand man sogar wirklich und er war am Tag der Tat am Flughafen mit seinen Eltern gewesen. Es sollte auch nur wenige Tage dauern, bis die Eltern von Norma sich bei der Polizei meldeten und sagten, dass ihre Tochter etwas beichten wolle. Norma erzählte, dass Mary sie am Tag der Tat zu den Überresten von Brian führte, um ihr diese zu zeigen. Mary wäre die alleinige Täterin gewesen und hätte damit sogar vor ihr geprahlt. Ihre Beschreibungen stimmten exakt mit denen des Tatorts überein. Die Polizei fuhr daraufhin zum Haus von Mary Bell und befragten sie noch einmal. Mary Bell war sehr defensiv und warf der Polizei vor, dass sie ihr eine Gehirnwäsche verpassen wollten und sie ohne Anwalt nicht reden würde. Verzweifelt befragte die Polizei Norma erneut. Bei dieser Befragung gab Norma zu, dass sie bei der Tat anwesend war und ihr vorheriges Geständnis eine Lüge war. Laut ihrer neuen Aussage wären sie zu dritt in der Gegend der Tin Lizzie gewesen und Mary hätte sich plötzlich merkwürdig benommen. Sie drückte das Kind ins Gras und presste dann ihre Hände um seinen Hals. Irgendwann sagte sie, dass das zu anstrengend sei und wollte, dass Norma übernimmt. Zu diesem Zeitpunkt sei Norma dann davongerannt und hätte Mary mit Brian allein gelassen. Am Körper von Brian fand man einige graue Fasern, die perfekt zu dem Kleid passten, welches Mary am Tag der Tat trug. Die Beerdigung von Brian Howey wurde am 7. August 1968 abgehalten. Über 200 Menschen kamen an diesem Tag zur Beerdigung. Darunter auch Mary Bell, die einfach nur dastand und lachte. Dabei rieb sie sich die Hände. Ein Polizist beobachtete das Ganze und er war sich sicher, dass Mary Bell erneut zuschlagen würde, wenn er sie nicht aufhalten würde. Am selben Tag wurden die beiden noch auf die Station gebracht und für die Tat an Brian Howey angeklagt. Mary sagte dazu nur, das ist okay für mich. Dann fing ein Streit zwischen Mary und Norma an. Mary behauptete plötzlich, dass Norma die Täterin sei und Norma blieb bei ihrer Sicht der Dinge, dass Mary es war. Beide gaben aber den Einbruch in die Kinderkrippe zu. Ein Psychologe wurde dazu gerufen, der die beiden Mädchen befragte. Dabei fand er heraus, dass Norma für ihr Alter etwas zurückgeblieben war und einen sehr passiven Charakter hatte, der sich leicht manipulieren ließ. Bei Mary fand er heraus, dass sie äußerst clever war, jedoch unter Stimmungsschwankungen litt. Insgesamt sprachen 4 Psychiater mit Mary und alle waren sich sicher, dass sie Anzeichen einer psychopathischen Persönlichkeitsstörung zeigte. Im Bericht hieß es, Marys soziale Fähigkeiten sind primitiv und nehmen die Form von automatischer Verleugnung, Anbiederung, Manipulation, Jammern, Mobbing, Flucht oder Gewalt an. Der Prozess gegen die beiden Mädchen begann offiziell am 5. Dezember 1968 in Newcastle. Beide plädierten vor Gericht auf nicht schuldig. Eine Besonderheit an diesem Fall war es, dass die Mädchen kaum Anrecht auf Anonymität aufgrund ihres Alters hatten. Die Presse durfte im Zuge der Berichterstattung also ihren Namen, Alter und sogar Fotos frei abdrucken. Vor Gericht wurde dann auch der Bezug zur Tat an Martin Brown aufgestellt. Beide Fälle seien extrem ähnlich gewesen und beide Mädchen waren in der Nähe der Tatorte oder sogar dort gesichtet worden. Auch sagte die Staatsanwaltschaft, dass Mary zwar die Anführerin sei, aber beide die gleiche Schuld an den Taten tragen würden, da sie als eins gehandelt hätten. Beide Mädchen hätten gewusst, was sie machen und wären sich der Konsequenzen im Klaren gewesen. Norma erzählte am 5. Verhandlungstag, dass sie nicht an den Taten beteiligt gewesen war, aber von den Wutausbrüchen von Mary gewusst hätte. Beide hätten oft darüber gesprochen, anderen Kindern das Leben zu nehmen. Sie hätte während der Tat zu große Angst gehabt, um Hilfe zu rufen, weshalb sie nicht eingeschritten ist. Sie selbst hätte die Kinder aber nie berührt. Danach erzählte Mary ihre Seite der Geschichte. Insgesamt erzählte sie fast 4 Stunden über den Fall und weinte dabei häufig. Auch sie erzählte, dass sie unschuldig sei und den Körper nur gesehen hätte. Das gleiche, was Norma erzählte, nur mit getauschten Rollen. Auch sie hätte aus Angst nicht gehandelt und deshalb der Polizei nie etwas erzählt. Die Mutter von Norma erzählte allerdings, dass sie Mary des Öfteren dabei erwischt hätte, wie sie versucht hatte, Normas jüngere Schwester zu erwürgen.
Abschließend erzählte der Verteidiger von Norma, dass es keinerlei Beweise gegen Norma gäbe, außer eine Aussage von Mary. Der Verteidiger von Mary sagte, dass Mary aus einem zerbrochenen Haushalt käme und deshalb ihre Wahrnehmung der Realität oft mit Fantasien verschwamm. Sie wäre nicht zurechnungsfähig und bräuchte dringend Hilfe. Allein die gefundene Notiz wäre ein deutlicher Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit. Insgesamt ging der Prozess 9 Tage lang. Am 17. Dezember zog sich die Jury zurück und beriet sich für knapp 4 Stunden. Mary Bell wurde nicht wegen des Mordes, sondern wegen Totschlags schuldig gesprochen. Norma Bell wurde in allen Punkten freigesprochen. Der Richter sagte abschließend noch, dass Mary ein gefährliches Mädchen für sich und andere Kinder sei und dass man Schritte einleiten müsse, um die Gesellschaft vor ihr zu schützen. Sie wurde zu einer Haftstrafe mit unbestimmter Länge verurteilt. Mary lebte einige Zeit in einer Institution, bevor sie in die Red Bank Secure Unit gebracht wurde. Es war ein Gefängnis für junge Straftäter in England. Insgesamt gab es dort nur 24 Insassen. Mary war die einzig weibliche unter ihnen. Sie erzählte, dass einige Wärter sich während ihrer Zeit dort an ihr vergriffen. Als sie 16 Jahre alt war, wurde sie in ein anderes Gefängnis in Cheshire verlegt. Dort versuchte sie erfolglos auf Bewährung freizukommen. Im Juni 1976 wurde sie erneut verlegt, dieses Mal in ein offenes Gefängnis. Im September 1977 floh sie aus diesem Gefängnis. Während ihrer Flucht verbrachte sie ihre Zeit mit 2 anderen Jungs in einem Vergnügungspark und verschiedenen Hotels. Wenige Tage nach ihrer Flucht konnte sie wieder geschnappt werden. Sie hatte versucht, ihre Identität zu verstecken und färbte sich die Haare blond. Als Strafe verlor sie ihre Privilegien im Gefängnis für 1 Monat. Wieder einige Zeit später, im Juni 1979, wurde sie in ein anderes Gefängnis verlegt. Dort würde sie für ihren eventuellen Freilassungstermin vorbereitet werden in einem offenen Gefängnis mit Ausgangsmöglichkeiten. Sie arbeitete dort dann als Sekretärin und als Bedienung in einem örtlichen Café. Im Mai 1980 war Mary 23 Jahre alt. Sie saß seit 11 Jahren im Gefängnis, als sie die Zusage für eine Freilassung bekam. Der Staat gab ihr eine neue Identität, welche geheim bleiben sollte. Sie hätte damit die Chance, ein neues Leben irgendwo in England anzufangen. 4 Jahre nach ihrer Freilassung bekam sie eine Tochter. Bis 1998 lebte sie dann anonym in einem kleinen Ort an der Küste, bis Nachrichtenreporter sie fanden. Ihre Tochter war 14 Jahre alt und wusste nichts über die Vergangenheit ihrer Mutter. Durch diese Entdeckung wurde sie aber gezwungen, umzuziehen und erneut unterzutauchen. Beide klagten vor Gericht für eine lebenslange Anonymität und gewannen diesen Fall. Im Januar 2009 wurde Mary Bell Großmutter. Auch ihre Enkel leben anonym. Bis heute ist es verboten, Berichte über ihren möglichen Aufenthaltsort zu veröffentlichen. Sie gibt offen zu, dass sie zu Recht ins Gefängnis gehen musste. Ihre schwierige Kindheit hätte ihre Psyche ruiniert und es war der einzige Weg, den sie gehen konnte, um geheilt zu werden. Sie wusste aber auch, dass ihre Taten dadurch nicht entschuldigt werden können und sie mit dieser Schuld bis heute leben muss. Für die Veröffentlichung eines Buches über ihr Leben bekam sie außerdem über 50.000 Pfund. Das Buch trägt den Titel Cries Unheard. Die Mutter eines der Opfer sagte im Rahmen einer Veröffentlichung des Buches dann das Folgende: Es geht nur um sie und darum, dass sie geschützt werden muss. Als Opfer haben wir nicht die gleichen Rechte wie die Täterin. Alles, was sie aus diesem Fall mitgenommen habe, wäre tiefe Trauer. Wo Mary Bell und ihre Familie heute lebt, ist unbekannt. Erneut befinden wir uns in London. Für die, die das letzte Video nicht gesehen haben, ich war vor kurzem für 1 Woche in London und habe mich dort mit den dunkelsten Taten der schönsten Stadt der Welt beschäftigt. Was ich dort fand, möchte ich euch in dieser Sonderreihe präsentieren. Heute sprechen wir über den 2. Fall, den ich während meiner Reise entdeckte. Unser heutiger Fall beginnt im Jahr 1959.
Am Morgen des 17. Juni diesen Jahres fand die Polizei bei einer Patrouille in Duke Meadows die Überreste der 21-jährigen Elizabeth Thicke. Die Überreste von Elizabeth, die einigen als Ann Phillips bekannt war, lagen an einen Baum angelehnt. Jemand hatte sie erwürgt. Ihre Kleidung war zerrissen und sie hatte Kratzer am Hals. Auch fehlten ihre Schuhe, Unterwäsche und Handtasche. Die Umgebung wurde durchsucht, aber man fand keine Hinweise auf diese Gegenstände. In der Nähe des Fundortes gab es ein Gasthaus namens The Ship. Der Besitzer erzählte der Polizei, dass er in der Nacht ein Auto in der Nähe gesehen hätte, welches am Fundort für 5 Minuten parkte. Als der Fahrer des Autos dann seine Scheinwerfer ausschaltete, hörten sie einen Schrei einer Frau. Sie hatten zu große Angst, um es sich genauer anzusehen, weshalb sie ins Bett gingen. Für die Polizei gab es direkt einen offensichtlichen Verdächtigen, Elizabeths festen Freund. Sein Name war Fenton Ward und er war bekannt dafür, dass er seine Freundin oft schlug und sie auch dazu zwang, körperliche Dienstleistungen anzubieten. Nach einigen Ermittlungen wurde er allerdings wieder fallen gelassen. Aufgrund des Fundortes glaubte die Polizei aber, dass Elizabeth ihr Leben im Auto eines Kunden verloren hatte. Der Ort war bekannt für diese Art von Geschäften, da er ruhig war und nur wenige Menschen dort bei Nacht vorbeikamen. Das würde auch die fehlenden Gegenstände erklären, denn der Täter hätte sie in seinem Auto einfach mitgenommen. Diese Tat gehörte zu einer Reihe von Taten, die später nur als die Nackttaten von Hammersmith bekannt wurden. Für viele gilt der Fall Elizabeth allerdings nicht zu diesen Fällen, da es deutliche Unterschiede von dieser Tat zu den anderen gab, aber ich finde, er ist trotzdem wichtig genug, um ihn zu nennen bei diesen Fällen. 4 Jahre lang sollte es nach dieser Tat still bleiben. Bis zum 8. November 1963, als man die Überreste von Gwyneth Rees auf einer Mülldeponie in Mortlake fand. Der Fundort war weniger als 1 Kilometer vom Fundort von Elizabeth entfernt. Rees trug nur noch eine Socke am rechten Bein, der Rest ihrer Kleidung fehlte. Auch sie wurde erwürgt und ihr fehlten mehrere Zähne. Rees stammte ursprünglich aus Wales und war vor einigen Jahren nach London gezogen, da sie sich mit ihrer Familie zerstritten hatte, nachdem sie schwanger wurde. Sie träumte vom großen Leben in der Stadt, durch finanzielle Schwierigkeiten landete aber auch sie im ältesten Gewerbe der Welt, so wie viele junge Frauen zu dieser Zeit in London. Eine Theorie war es, dass Rees einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollte, der schief ging. Zu dieser Zeit waren solche Operationen in Großbritannien noch illegal, weshalb Frauen oft über andere Wege gehen mussten. Rees hatte diese Prozedur schon 2-mal illegal hinter sich, jedoch blieben bei dieser Theorie sehr viele Fragen auf, die keinen Sinn machten, wie zum Beispiel die Spuren an ihrem Hals. Es gab kaum Beweise in diesem Fall, die Frauen auf der Straße weigerten sich mit der Polizei zu sprechen und für die Öffentlichkeit war das Leben solcher Frauen weniger wert als das von anderen. Der Fall wurde schnell zu einem Cold Case und nach einigen Monaten war er komplett vergessen. Auch hier ist bis heute nicht geklärt, ob diese Tat zu den Hammersmith-Taten gehört oder nicht. Auch hier gibt es einige Unterschiede. Die Nähe der Fundorte und der Beruf der beiden Frauen war aber ein eindeutiges Indiz dafür, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Am 2. Februar 1965 wurden die Überreste einer Frau namens Hannah gefunden. Sie lag am Ufer der Themse und einige Bootsmänner fanden sie dort. Auch sie hatte nur Strümpfe an. Ihre Unterwäsche hatte man ihr in den Mund gesteckt. Auch hier fehlten einige Zähne. Eine Untersuchung ergab, dass sie ertrunken war und an ihrem Kiefer Prellungen aufwies. Zum Zeitpunkt des Fundes war sie bereits zwischen 2 und 7 Tage lang im Wasser gewesen. Sie war zu diesem Zeitpunkt auch bereits 10 Tage lang als vermisst gemeldet. Hannah war auch ursprünglich nicht aus London und zog erst in ihrer Jugend hierher, als sie von zu Hause weggelaufen war. Auch sie brauchte dringend Geld, um über die Runden zu kommen, weshalb sie dieselbe Tätigkeit wie die beiden Frauen zuvor ausübte. Bei ihrer Arbeit traf sie sich allerdings ausschließlich mit reichen Männern aus der High Society von London. Deshalb kam schnell der Verdacht auf, dass reiche Männer hinter der Tat an ihr steckten, da sie wussten, dass solche Frauen oft weniger beachtet werden und die Polizei sich weniger Mühe gab. Es wurden trotzdem über 100 Personen zu der Tat befragt. Alles Männer, die solche Dienstleistungen in Anspruch nahmen.
Unter ihnen war sogar ein berühmter Fußballspieler, dessen Name nie öffentlich gemacht werden durfte. Von den 100 Personen wurde keine einzige verhaftet. 9 Wochen später, am 8. April 1964, fand man dann nur wenige Meter flussaufwärts die Überreste der 26-jährigen Irene Lockwood. Details zu dem Auffinden von Irene sind schwer zu finden, da es keinen offiziellen Bericht gibt. Auch sie wurde vor dem Ertrinken gewürgt. Sie trug keine Kleidung und sie war im 4. Monat schwanger, als sie ihr Leben verloren hatte. Auch sie kam nicht aus London, kam irgendwann in die Stadt und landete in derselben Tätigkeit wie die 3 Frauen vorher. Anders als bei den anderen glaubte man bei Irene aber, dass sie ihre Kunden mit Fotos und Videos erpresste und bestahl. Eine ihrer Freundinnen, Vicky Panda, wurde von einem Mann 1 Jahr zuvor zu Tode geprügelt, weil sie beim Diebstahl erwischt wurde. 3 Wochen nach der Tat, am 27. April, betrat ein Mann namens Kenneth Archibald das Polizeirevier von Notting Hill. Er ging zum Schalter und gestand dort die Tat an Irene Lockwood. Kenneth war 57 Jahre alt und arbeitete als Hausmeister im Holland Park Tennis Club. Er war bereits zuvor von der Polizei befragt worden, wenn man seine Visitenkarte in ihrer Wohnung fand. Er selbst sagte aber bei der ersten Befragung, dass er sie nicht kannte. Jetzt behauptete er plötzlich, dass er sie sehr wohl kannte und in der Tatnacht betrunken mit ihr gestritten hatte. Der Streit sei eskaliert und er habe seine Hände um ihren Hals gelegt und sie in den Fluss geworfen. Trotz eines Geständnisses war die Polizei aber nicht überzeugt. Kenneth hatte nämlich ein Alibi für die Tatnacht, als die anderen Frauen ihr Leben verloren hatten. Da die Polizei sich aber sicher war, dass es hier um einen einzelnen Serientäter ging, konnte er nicht der Täter sein. Trotzdem wurde er im Juni desselben Jahres vor Gericht gestellt. Bei seiner Verhandlung nahm er das Geständnis dann zurück und sagte, dass er nur gestanden habe, weil er betrunken und traurig war. Er wurde für nicht schuldig befunden und freigesprochen. Während dieser Prozess lief, wurde am 24. April die leblose Helen Bartholomew gefunden. Helen war 22 Jahre alt und wurde exakt so aufgefunden wie die Frauen zuvor. Auch ihr fehlten Zähne und sie wies Spuren von Schlägen auf. Im Gegensatz zu Hannah und Irene wurde Helen in einer Gasse gefunden. Wegen der Ähnlichkeit stellte die Polizei aber bald eine Verbindung zu den beiden anderen Taten her. Unter anderem waren alle Frauen aus demselben Berufsfeld, alle waren kleinwüchsig und sie litten an einer Krankheit. Helen war ebenfalls nicht aus London, sondern zog von Blackpool in die Stadt. Davor saß sie im Gefängnis, weil sie einen Mann an einen Strand gelockt hatte, der dort überfallen und angegriffen wurde. In London arbeitete sie dann wie die beiden anderen Frauen. Sie war oft in Jazzclubs anzutreffen und die Polizei ging davon aus, dass sie abhängig von indischem Gras war. Der Fund von Helen sollte allerdings auch den ersten Durchbruch in diesem Fall darstellen. Auf ihren Überresten fand sich nämlich ein kleiner Farbspritzer. Man ging davon aus, dass es sich um einen Metalllack handelte. Jemand hätte Helen irgendwo gelagert, bevor er sie in die Gasse warf. Wenn man jetzt den Lagerort der Farbe finden würde, so würde man auch sicherlich den Täter finden. Den Täter nannte man mittlerweile Jack the Stripper. Dass er Helen in die Gasse legte, war darauf zurückzuführen, dass die Polizei den Fluss nun deutlich mehr besuchte als zuvor. In den darauffolgenden Tagen wurden alle Kennzeichen von allen Autos aufgenommen, die nachts noch in dieser Gegend unterwegs waren. Außerdem wurden weibliche Beamte undercover auf die Straße gestellt, in der Hoffnung, dass sie den Täter anlockten. Der Täter schien allerdings extrem vorsichtig zu sein und konnte so erneut zuschlagen. Am 14. Juli wurden die Überreste der 30-jährigen Mary Fleming gefunden. Auch hier fand man die gleichen Farbflecken wie bei Helen. Anders als die anderen Frauen zeigte Mary auch sehr starke Spuren, dass sie sich gewehrt hatte. Generell war Mary als taffe Frau bekannt, die schon über 1 Jahrzehnt in diesem Berufsfeld unterwegs war. Sie hatte immer ein Messer dabei und hatte zuvor schon Männer abgewehrt. Am Morgen des Fundes hörten Nachbarn ein Fahrzeug, das im Rückwärtsgang in die Seitengasse fuhr. Jedoch sah niemand das Fahrzeug oder den Täter, weshalb er wieder unentdeckt davonkam. Doch, jeder Täter macht irgendwann einen fatalen Fehler. So glaubt es zumindest die Polizei. Am 24. November wurden die Überreste von Frances Brown in einer Seitengasse in Kensington gefunden.
Auch sie trug keine Klamotten, wurde erstickt und Farbflecken waren an ihr gefunden worden. Ebenso fehlten ihre Zähne und ihr Schmuck wurde gestohlen. Interessant war, dass Frances eine Verbindung zu Hannah hatte. Beide spielten eine kleine Rolle im sogenannten Profumo-Skandal. Außerdem waren beide an Partys für reiche und mächtigen Leuten aus London beteiligt. Deshalb ging man erneut davon aus, dass Personen, die in den Skandal verwickelt waren, eventuell hinter den Taten standen. Frances war zum Zeitpunkt des Fundes bereits seit einem Monat vermisst worden. Zuletzt wurde sie gesehen, wie sie in das Auto eines Kunden stieg. Dabei wurde sie beobachtet, weshalb ein Phantombild veröffentlicht werden konnte. Mehr als 1000 Personen wurden daraufhin befragt, jedoch gab es immer noch keine Hinweise auf die Identität von Jack. Am 16. Februar 1965 wurde dann hinter einem Lager in Acton die Überreste von Bridie O'Hara gefunden. Sie war 28 Jahre alt, unbekleidet, mit Farbflecken und erstickt worden. Auch ihr fehlten Zähne, also eine hundertprozentige Übereinstimmung mit dem Modus operandi von Jack. Sie war auch bereits seit über einem Monat verschwunden gewesen. Der neue Leiter der Ermittlung, Detective Chief Superintendent John DeRose, erhöhte die Anzahl der Beamten in diesem Fall auf das Doppelte, nachdem er in London ankam. Er wollte unbedingt herausfinden, wo diese Farbe herkam. Und diese Suche sollte tatsächlich erfolgreich sein, denn nur wenige Meter vom Fundort entfernt war ein Gebäude, das als Lackiererei genutzt wurde. Die Farbreste stimmten zu 100% mit denen aus der Lackiererei überein. Die Liste der Verdächtigen wurde daraufhin auf 3 Namen reduziert und DeRose sagte öffentlich, dass man den Täter bald gefunden habe. Über 7000 Menschen wurden daraufhin befragt und die Taten endeten. Es wurden keine weiteren Personen mehr gefunden. Der Täter wurde allerdings auch nicht gefunden. Erneut tauchte er spurlos unter. Wer waren die 3 Menschen also, die auf der Liste der Verdächtigen noch standen? Für DeRose war es offensichtlich, wer der Täter sein musste. In einem Interview mit dem BBC erzählte DeRose, dass der Täter sich selbst das Leben genommen hatte, da er wusste, dass sie ihn finden würden. Zwar nannte er den Namen des Verdächtigen nicht, durch einige Recherchen konnte allerdings der Mann als Mango Ireland identifiziert werden. Ireland hatte zuvor als Polizist gearbeitet, jedoch kündigte er, nachdem er als Detective abgelehnt wurde. Er fuhr außerdem einen Lieferwagen, der in der Gegend gesehen wurde, als Mary Fleming abgelegt wurde. Sein Dienstgebiet war auch das, in dem frühere Opfer gelagert wurden. Auch arbeitete Ireland immer zwischen 22 und 6 Uhr morgens, was den Zeiten entsprach, zu denen die Polizei glaubte, dass die Opfer entsorgt wurden. Im März 1965 nahm Ireland sich selbst das Leben. Er hinterließ einen Abschiedsbrief für seine Frau, in dem das Folgende stand: Ich kann es nicht mehr aushalten. Es mag meine Schuld sein, aber nicht die ganze. Es tut mir so leid, dass Harry eine Last für dich ist. Grüß den Jungen von mir. Leb wohl. PS: Um dir und der Polizei die Suche nach mir zu ersparen, werde ich in der Garage sein. Die Beweise scheinen da zu sein gegen Ireland, jedoch sprechen genauso viele Beweise gegen ihn als Täter. Zum Beispiel war Ireland zum Zeitpunkt der Tat an Bridie O'Hara in Schottland. Auch das Gebiet, in dem er arbeitete, war nur für 3 Wochen sein Gebiet. Es gab keinerlei Verbindung zu den Tatorten. Außerdem meldeten einige Ermittler, dass DeRose korrupt war. Sie gingen davon aus, dass DeRose den Fall lösen wollte, um den Ruhm dafür einsacken zu können und deshalb die Tat einem toten Mann in die Schuhe schob. Ein weiterer Verdächtiger war Freddie Mills. Freddie Mills war in den 1940er Jahren ein extrem beliebter britischer Boxer. Er wurde 1948 zum Weltmeister im Halbschwergewicht. 1950 zog er sich dann zurück und begann als Schauspieler zu arbeiten. Am 24. Juli 1965 fand man Mills leblos in seinem Auto. Er hatte sich mit einer Pistole selbst das Leben genommen. Zu der Tat und allen Umständen gab es viele Theorien. Eine davon, dass er der Täter war und aus Schuld sein Leben beendete. Andere waren geheime Beziehungen oder Schulden bei Gangstern. Konkrete Beweise gegen ihn gab es eigentlich keine. Auch sein Nummernschild wurde kein einziges Mal während der Ermittlung genannt. Man geht heute davon aus, dass es sich um eine Verwechslung mit einem anderen Boxer handelte.
Zu den restlichen Verdächtigen gehörten noch einige Polizisten. Genaue Namen wurden hier nie genannt. Über einen Verdächtigen möchte ich allerdings noch genauer ins Detail gehen. Im Jahr 1921 wurde der 15-jährige Harold Jones verhaftet, weil er zwei jungen Mädchen in Wales das Leben genommen hatte. Sein erstes Opfer war die 8-jährige Freda Burnell. Da der Richter aber nicht glauben konnte, dass ein 15-Jähriger eine solche Tat begehen konnte, wurde er nicht schuldig gesprochen. In seinem Heimatdorf wurde er als Held empfangen, da auch dort niemand an seine Schuld glaubte. Wenige Wochen danach verlor die 11-jährige Florence Little ihr Leben. Dieses Mal wurde er dabei erwischt und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Jahr 1941 wurde er entlassen und er zog 1947 nach London. Er heiratete und bekam eine Tochter. Laut den Angehörigen und den offiziellen Berichten lebte er ein glückliches Leben. Doch Harold Jones lebte nur wenige Straßen entfernt von dem Wohnort von mindestens drei Opfern. Er arbeitete dabei in einer Metallfabrik, in der er Berührung mit verschiedenen Farben hatte. Farben, die auch an den Tatorten gefunden wurden. Da es damals aber keine Berichte oder eine einheitliche Datenbank gab, wusste die Polizei nicht, dass Harold Jones eine solche Vergangenheit hatte, weshalb er nie befragt wurde. Er verstarb im Jahr 1971. Viele sind sich heute sicher, dass er der Täter war. Und obwohl diese Fälle zu den brutalsten und spannendsten in der Geschichte Londons gehören, kennt sie fast niemand, nicht mal in London selbst. Wahrscheinlich, weil der Täter nie gefunden wurde oder die Polizei schlechte Arbeit geleistet hat. Was sind eure Theorien? Was glaubt ihr, wer war der Täter? War es vielleicht jemand ganz anderes? Schreibt es mir in die Kommentare, ich werde sie alle lesen. Wie bei fast allen Tätern beginnt auch der heutige Fall in der Kindheit. Am 1. Juni 1953 wird in Brooklyn, New York, ein Kind namens Richard David Falco geboren. Später wird er David Berkowitz heißen, weshalb wir ihn im Kontext des Falles auch nur noch so nennen werden. Seine Mutter war eine Frau namens Elizabeth Browder. Sie war seit 3 Jahren in einer Beziehung mit einem Mann namens Joseph Clinnaman. Dieser sollte der leibliche Vater von Berkowitz werden, jedoch wollte er das Kind nicht, weshalb er der Mutter drohte, sie zu verlassen, wenn sie es nicht zur Adoption freigeben würde. Und genau das tat sie auch. Sie entschied sich gegen ihr eigenes Kind und gab ihn wenige Tage nach seiner Geburt weg. Die Mutter war zuvor aus einer turbulenten Ehe gekommen, nachdem sie sich nach 4 Jahren von ihrem Ex-Mann Tony Falco scheiden ließ. Tony Falco war Italo-Amerikaner und Browder kam aus einer armen jüdischen Familie. Sie verdiente ihr Gehalt als Kellnerin. Es sollte nicht lange dauern, bis das Kind adoptiert wurde. Die Familie Berkowitz aus der Bronx, bestehend aus Pearl und Nathan, nahmen den Säugling bei sich auf. Sie waren kinderlos und hatten schon lange den Wunsch. Beide arbeiteten als Eisenwarenhändler und waren von jüdischem Glaube. Bei der Übergabe des Kindes vertauschten sie seine 2 Vornamen, weshalb er statt Richard David ab diesem Tag David Richard hieß. So kam er zu seinem Namen, David Richard Berkowitz. Er sollte auch das einzige Kind der Familie bleiben. Während seiner Kindheit zeigte David, dass er überdurchschnittlich intelligent war. Nachbarn erzählten allerdings, dass er als Kind sehr verwöhnt war, was dazu führte, dass er zu einem Tyrann der Familie wurde. Statt sich für die Schule zu interessieren, hatte er größeres Interesse an kleineren Diebstählen. Auch kleine Brände legte er sehr gerne. Als seine Adoptiveltern dieses Verhalten erkannten, versuchten sie mit ihm eine Psychotherapie aufzusuchen. Als David 14 Jahre alt war, verstarb seine Adoptivmutter an Brustkrebs. Er besuchte danach die Christopher Columbus High School und lebte mit seinem Adoptivvater zusammen. Die Beziehung zu ihm wurde allerdings immer distanzierter, weshalb er während College-Zeiten in einer WG lebte. 1971 machte er seinen Abschluss. Er war nun 17 Jahre alt und beschloss, der US Army beizutreten. Dort diente er in Fort Knox und später bei einer Infanteriedivision in Südkorea. Dort blieb er 3 Jahre, bevor er ehrenvoll im Juni 1974 entlassen wurde. Zurück in den USA quälte ihn die Frage, wer seine leiblichen Eltern waren. Er fing also an, eigene Nachforschungen anzustellen und so konnte er nach einiger Zeit seine leibliche Mutter ausfindig machen.
Er besuchte sie einige Male, bis sie ihm die Einzelheiten seiner Geburt erzählte. Als er erfuhr, wieso er zur Adoption freigegeben wurde, war er schockiert. Nicht nur mit seinem Adoptivvater hatte er eine schwere Beziehung, auch sein leiblicher Vater wollte mit ihm nichts zu tun haben. Er fand außerdem heraus, dass er noch eine Halbschwester namens Rosalind hatte. Mit ihr führte er noch lange Kontakt, auch nachdem der Kontakt zu seiner Mutter erneut abgebrochen war. Im Frühjahr 1975 schrieb er sich in das Bronx Community College ein, jedoch brach er nach einem Jahr diese Laufbahn wieder ab, um als Taxifahrer für die Co-op City Taxi Company im Jahr 1976 zu arbeiten. Er blieb dort auch nicht lange und hatte immer wieder kleinere Nebenjobs, zuletzt als Briefsortierer für die Post. Als Berkowitz 22 Jahre alt war, merkte er, dass in ihm düstere Triebe lebten. An Weihnachten im Jahr 1975 behauptete er, dass er ein Jagdmesser benutzte, um auf zwei Frauen einzustechen. Die erste Frau sei aus Mexiko gewesen und wurde bis heute nicht identifiziert. Das zweite Opfer war angeblich die 15-jährige Michelle Foreman. Er traf sie auf einer Brücke in der Nähe von Dreiser Loop. Dort stach er 6-mal auf sie ein, weshalb sie über eine Woche im Krankenhaus lag. Die Polizei sah ihn damals nicht als Verdächtigen, weshalb er nie dazu befragt wurde. Er zog kurze Zeit nach den beiden Angriffen in ein Apartment in Yonkers. Obwohl er bei den ersten Taten noch ein Messer benutzte, sollte er schnell merken, dass er eine ungesunde Faszination für Schusswaffen hatte. Am 29. Juli 1976, gegen 1.10 Uhr nachts, saßen die 18-jährige Donna Loria, eine Rettungssanitäterin, und die 19-jährige Jody Valenti, eine Krankenschwester, in Valentis Oldsmobile im Pelham Bay Viertel in der Bronx. Zuvor waren die beiden in einer Disco gewesen und sie unterhielten sich jetzt über den erlebten Abend. Als Donna gerade gehen wollte und die Tür des Autos öffnete, merkte sie, dass ein Mann sich schnell dem Fahrzeug näherte. Sie erschreckte sich und fragte den Mann, was das soll. Daraufhin zog dieser eine Pistole aus seiner Papiertüte und ging in die Hocke. Er stützte einen Ellbogen auf seinem Knie, zielte mit beiden Händen und feuerte auf Donna. Sie wurde von einer Kugel getroffen und verlor sofort ihr Leben. Jody wurde im Oberschenkel getroffen und überlebte. Der Mann drehte sich daraufhin um und rannte davon. Als Jody dann befragt wurde, sagte sie, dass sie den Täter nicht erkannt habe. Sie beschrieb ihn trotzdem als einen weißen Mann, seinen 30ern mit blasser Haut. Er sei etwa 1,73 groß und wog um die 90 Kilo. Seine Haare waren kurz, dunkel und lockig. Der Vater von Donna erzählte, dass er einen Mann mit diesem Aussehen in einem gelben Fahrzeug gesehen hatte. Er hätte vor der Tat in der Nähe geparkt. Auch Nachbarn aus der Gegend bestätigten diese Sichtung eines gelben Autos, welches stundenlang in der Gegend herumgefahren war vor der Tat. Wenige Monate später, am 23. Oktober 1976, saßen der 20-jährige Sicherheitsbeamte Carl Denaro und die 18-jährige Studentin Rosemary Keenan gemeinsam im Auto in einem abgelegenen Wohngebiet in Flushing, Queens, als plötzlich die Autoscheibe zersplitterte. Carl dachte erst, dass das Auto explodieren würde. Vor lauter Schreck starteten sie das Fahrzeug und rasten davon. Ihnen war nicht bewusst, dass jemand auf das Auto geschossen hatte. Eine der Kugeln traf Carl am Kopf, weshalb er während der Fahrt anfing zu bluten. Es waren zwar nur oberflächliche Verletzungen, aber im Krankenhaus angekommen wurde eine Metallplatte in seinen Schädel gesetzt, um die verlorenen Teile des Knochens zu ersetzen. Sie beide konnten den Täter nicht sehen. Die Polizei fand dadurch aber heraus, dass mit einer Kaliber 44 Waffe auf das Fahrzeug geschossen wurde. Da die Kugel aber so verformt war, konnte man nicht genau sagen, was es für eine Waffe war. Carl hatte schulterlanges Haar, weshalb die Polizei davon ausging, dass der Täter ihn mit einer Frau verwechselt hatte. Die Ermittlungen in diesem Fall waren extrem intensiv, da der Vater von Carl seit über 20 Jahren als Polizist im NYPD tätig war. Auch hier wurde erstmal kein Motiv erkannt und es gab nur wenig Fortschritte. Auch wurde anfangs keine Verbindung zwischen den beiden Schießereien hergestellt. Vor allem lag es aber daran, dass beide Taten in verschiedenen Bezirken der Stadt stattfanden und deshalb auch von verschiedenen Revieren untersucht wurden. Einen Monat später, am 27. November 1976, gingen die beiden Highschool-Schülerinnen Donna DeMarcy, 16 Jahre, und Joanne Lomino, 18 Jahre, nach einem Kinobesuch nach Hause. Vor dem Haus von Joanne angekommen, unterhielten sie sich auf der Veranda.
Das Haus war in Floral Park gelegen. Plötzlich tauchte ein Mann in Militärkleidung an der Veranda auf und fragte die beiden nach dem Weg. Noch während er dabei war, die Frage zu stellen, zog der Mann plötzlich einen Revolver aus seiner Tasche. Er schoss auf die beiden Mädchen, genau einmal, bis sie zu Boden fielen, woraufhin er weitere Patronen auf sie abfeuerte. Dann rannte er davon. Nachbarn, die die Schüsse hörten, sahen einen blonden Mann davonlaufen, der eine Pistole in der linken Hand hielt. Donna wurde am Hals getroffen, jedoch war die Wunde nicht lebensbedrohlich. Joanne wurde in den Rücken getroffen und sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Durch den Angriff war sie für den Rest ihres Lebens querschnittsgelähmt. Es vergingen wieder wenige Monate, bis zum 30. Januar 1977. Gegen 0.40 Uhr saßen die Sekretärin Christine Freund und ihr Verlobter John Deal in einem Auto in der Nähe des Forest Hill in Queens. Die beiden hatten sich gerade Rocky im Kino angesehen und wollten jetzt gemeinsam in ein Tanzlokal fahren. Plötzlich ertönten drei Schüsse und das Auto wurde von der Seite getroffen. Auch John bekam Panik und versuchte davonzufahren. Er erlitt leichte Verletzungen. Seine Verlobte, Christine, wurde zweimal getroffen, weshalb sie wenige Stunden später im Krankenhaus verstarb. Auch sie hatte den Angreifer nicht kommen sehen. Erst hier fing die Polizei an, sich die anderen Taten anzusehen. Öffentlich räumten sie sogar ein, dass es eine Ähnlichkeit gab. Alle Opfer waren von Kugeln eines Kaliber 44 getroffen worden. Die Opfer waren auch alle junge Frauen mit langen dunklen Haaren, zumindest glaubte der Täter das. Es wurden Phantombilder verglichen. Dabei fiel auf, dass im ersten Fall der Verdächtige dunkles Haar hatte und später blond. Deshalb war man sich sicher, dass man nach mehreren Verdächtigen suchte und nicht nur nach einem. Am 8. März gegen 19.30 Uhr war dann die 19-jährige Studentin Virginia Voskerichian auf dem Heimweg von der Columbia University, als sie von einem bewaffneten Mann angesprochen wurde. Die Stelle war nur knapp einen Block von der letzten Tat entfernt. Der Mann richtete die Pistole auf sie und sie versuchte sich mit ihren Büchern in der Hand zu schützen, jedoch konnte er ihr mit einer Kugel in den Kopf das Leben nehmen. Zwei Tage nach dieser Tat erklärte der Bürgermeister Abraham Beam, dass man davon ausging, dass der Revolver in allen Taten der gleiche sei. Interessant war, dass später Polizeiberichte veröffentlicht wurden, in denen es hieß, dass man stark an dieser Aussage zweifeln würde. Die Nachrichten und Zeitungen von New York waren alle voll von diesen Fällen. Auch international bekam der Fall extreme Aufmerksamkeit. Der Täter ließ sich davon aber nicht abhalten. Am 17. April 1977, gegen 3 Uhr morgens, saßen der 20-jährige Alexander Esau und die 18-jährige Valentina Suriani gemeinsam in einem Auto auf dem Hutchinson River Parkway in der Bronx. Der Ort war nur wenige Blocks von einem der Tatorte entfernt gewesen. Nachbarn hörten plötzlich 4 Schüsse und riefen die Polizei. Als diese ankam, sahen sie, dass beide in den Kopf geschossen wurde. Beide verstarben, ohne eine Beschreibung des Täters geben zu können. Auch hier gab es Spuren auf die Kaliber 44. Allerdings gab es hier einen entscheidenden Hinweis. In der Nähe des Tatorts fand man nämlich einen handgeschriebenen Brief, der anscheinend vom Täter selbst stammte. Adressiert war er an den Leiter des NYPD. In den Medien war der Täter als der Kaliber 44-Täter bekannt. Im Brief nannte er sich aber den Son of Sam. Der Brief wurde anfangs nicht öffentlich gemacht, aber über die Zeit hinweg wurden immer mehr Details bekannt und schließlich der komplette Brief. In dem Brief selbst verhöhnte der Son of Sam die Polizei und sagte ihnen, dass er weitermachen würde. Genauer gesagt schrieb er das folgende: Es verletzt mich zutiefst, dass sie mich einen Frauenhasser nennen. Das bin ich nicht, aber ich bin ein Monster. Ich bin der Son of Sam. Ich bin ein kleiner Balg. Wenn Vater Sam betrunken ist, wird er böse. Er verprügelt seine Familie. Manchmal bindet er mich an der Rückseite des Hauses fest. Ein anderes Mal sperrt er mich in die Garage. Sam liebt es, Blut zu trinken. Geh raus und töte, befiehlt Vater Sam. Hinter unserem Haus ruhen einige. Meistens junge Menschen. Geschlachtet, ihr Blut ausgesaugt, nur noch Knochen. Vater Sam sperrt mich auf dem Dachboden ein. Ich kann nicht raus, aber ich schaue aus dem Dachfenster und beobachte, wie die Welt vorbeizieht. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich befinde mich auf einer anderen Wellenlänge als alle anderen. Ich bin dazu programmiert. Aber um mich aufzuhalten, musst du mir das Leben nehmen. Bleibt mir aus dem Weg, oder ihr werdet sterben. Vater Sam ist jetzt alt. Er braucht etwas Blut, um seine Jugend zu bewahren. Er hatte schon zu viele Herzanfälle.
zu viele Herzanfälle. Am meisten vermisse ich meine hübsche Prinzessin. Sie ruht sich in unserem Frauenhaus aus, aber ich werde sie bald wiedersehen. Ich bin das Monster, der Beelzebub, der pummelige Behemoth. Ich liebe es zu jagen. Ich streife durch die Straßen auf der Suche nach gutem Wild, leckerem Fleisch. Die Frauen von Queens sind die hübschesten von allen. Ich muss das Wasser sein, das sie trinken. Ich lebe für die Jagd, mein Leben, Blut für Vater. Mr. Borelli, Sir, ich will nicht mehr, nein, Sir, aber ich muss meinen Vater ehren. Ich will mit der Welt Liebe machen. Ich liebe die Menschen. Ich gehöre nicht auf die Erde. Schickt mich zu den Yahoos zurück. An die Einwohner von Queens, ich liebe euch und ich möchte euch allen ein frohes Osterfest wünschen. Möge Gott euch in diesem und im nächsten Leben segnen und für jetzt sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht. Polizei, lasst mich euch mit diesen Worten heimsuchen. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Zu interpretieren als Bang, 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 Bang. Mit freundlichen Grüßen, Mr. Monster. Die Polizei vermutete, dass der Täter vielleicht Schotte sein könnte. Auch ging man davon aus, dass der Täter eine dunkelhaarige Krankenschwester verantwortlich machte für den Tod seines Vaters. Einige der Opfer waren in diesem Feld tätig, was dafür sprechen würde. Ein psychologisches Gutachten des Briefes ergab, dass der Täter wahrscheinlich paranoid und schizophren sei. Auch glaubte er, dass er von einem Dämonen besessen war. Am 30. Mai erhielt der Daily News-Kolumnist Jimmy Breslin dann einen Brief, der angeblich vom Son of Sam geschrieben wurde. Der Brief wurde früh morgens abgestempelt. Auf der Rückseite des Umschlags standen die Worte Blut und Familie, Dunkelheit und Tod, absolute Verderbtheit, 44. Im Brief selbst stand: Hallo aus den Abflussrinnen von New York City, die mit Hundekot, erbrochenem, abgestandenem Wein, Urin und Blut gefüllt sind. Hallo aus den Abwasserkanälen von New York City, die diese Köstlichkeiten verschlucken, wenn sie von den Kernmaschinen weggespült werden. Hallo aus den Rissen in den Bürgersteigen von New York City und von den Ameisen, die in diesen Rissen hausen und sich von dem getrockneten Blut der Toten ernähren, das sich in diesen Rissen festgesetzt hat. JB, ich schreibe dir nur, um dich wissen zu lassen, dass ich dein Interesse an diesen jüngsten und entsetzlichen 44er-Morden zu schätzen weiß. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich Ihre Kolumne täglich lese und sie sehr informativ finde. Sagen Sie mir, Jim, was haben Sie für den 29. Juli geplant? Sie können mich vergessen, wenn Sie wollen, denn ich mag keine Publicity. Aber Sie dürfen Donna Loria nicht vergessen und Sie dürfen auch nicht zulassen, dass die Leute Sie vergessen. Sie war ein sehr, sehr liebes Mädchen, aber Sam ist ein durstiger Bursche und er wird mich nicht aufhören lassen, bis er genug Blut getrunken hat. Mr. Breslin, Sir, denken Sie nicht, weil Sie eine Weile lang nichts mehr von mir gehört haben, dass ich eingeschlafen bin. Nein, im Gegenteil, ich bin noch hier. Wie ein Geist, der die Nacht durchstreift. Durstig, hungrig, selten rastend und darauf bedacht, Sam zu gefallen. Ich liebe meine Arbeit. Jetzt ist die Leere gefüllt. Vielleicht werden wir uns eines Tages Angesicht zu Angesicht begegnen oder ich werde von Polizisten mit rauchenden 38ern weggeblasen. Wie auch immer, wenn ich das Glück habe, Sie zu treffen, werde ich Ihnen alles über Sam erzählen, wenn Sie möchten, und ich werde Sie ihm vorstellen. Sein Name ist Sam der Schreckliche. Da ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, verabschiede ich mich und wir sehen uns bei der nächsten Arbeit. Oder sollte ich sagen, Sie werden meine Arbeit beim nächsten Job sehen? Denken Sie an Mrs. Loria. Ich danke Ihnen. In Ihrem Blut und aus der Gosse, Sams Schöpfung, Kaliber 44. Hier sind einige Namen, die Ihnen weiterhelfen. Leiten Sie sie an den Inspektor weiter, damit sie von der NCIC verwendet werden können. Der Herzog des Todes, der böse König Wicker, die 22 Jünger der Hölle, John Wheaties. PS, bitte informieren Sie alle Ermittler, die an diesem Fall arbeiten, dabei zu bleiben. PS, JB, bitte informiere alle Ermittler, die an diesem Fall arbeiten, dass ich Ihnen viel Glück wünsche. Lasst sie graben, macht weiter, denkt positiv, bewegt euren Hintern, klopft auf Särge und so weiter. Nach meiner Festnahme verspreche ich allen Jungs, die an diesem Fall arbeiten, ein neues Paar Schuhe zu kaufen, wenn ich das Geld auftreiben kann. Son of Sam. Unter seiner Unterschrift befand sich dann noch ein Logo, das aus mehreren Symbolen kombiniert war. Der Brief wurde als ominöse Drohung angesehen, da er den 29. Juli erwähnte, der auch der Jahrestag seiner ersten Tat war. Die Polizei glaubte allerdings, dass der Brief eine Fälschung sei, die von einem professionellen Künstler angefertigt wurde. Man fragte sogar bei DC Comics an, ob sie die Schrift wiedererkennen würden. Da im Brief vom
bösen König Wicca gesprochen wurde, ließ man sich sogar eine Privataufführung des Films The Wicker Man geben. Der Brief wurde etwas später dann noch in der Daily News veröffentlicht, mit der Aufforderung, dass der Täter sich stellen solle. Bis heute ist dieses Exemplar der Daily News das am meisten verkaufteste, mit einer Auflage von 1,1 Millionen. Aufgrund der Beschreibung der Opfer war einige Zeit lang sogar Färbemittel für Haare ausverkauft. Viele Frauen kauften sich Perücken, rasierten sich die Haare ab oder färbten sie blond und bunt, um dem Täter nicht mehr zu gefallen. Es war nun der 26. Juni 1977. Der 20-jährige Mechanikergehilfe Salvatore Lupo und die 17-jährige Judy Placido waren in Queens in einer Disco. Gegen 3 Uhr nachts verließen sie diese und setzten sich in das Auto von Salvatore. Plötzlich ertönten wieder 3 Schüsse. Der erste traf Salvatore am Unterarm, der zweite traf Judy in der Schläfe und der letzte traf ihren Nacken. Wie durch ein Wunder überlebten beide Opfer ihre Verletzung. Ironischerweise unterhielten sich beide Sekunden vor der Tat noch über den Son of Sam. Beide hatten den Angreifer nicht gesehen. Es gab 2 Zeugen, die den Mann als groß und dunkelhaarig bezeichneten. Er sei danach geflüchtet und in einem Auto davongefahren. Teile des Nummernschilds konnten sie sogar noch lesen. Die allererste Tat war nun fast ein Jahr her. Der Jahrestag näherte sich immer schneller und die Polizei wurde immer nervöser. Sie hatten Angst, dass er an diesem Tag erneut zuschlagen würde, weshalb eine umfangreiche Rasterfahndung eingeleitet wurde, die sich auf Queens und die Bronx konzentrierte. Als hätte der Täter es geahnt, fand die nächste Tat aber in Brooklyn statt. Am frühen Morgen des 31. Juli 1977 saßen Stacy Moskowitz und Robert Violante in Roberts Auto. Es war ihr erstes Date. Beide waren gerade dabei, sich zu küssen, als ein Mann nah an das Auto heranging und 4-mal in den Wagen feuerte. Danach flüchtete der Mann in einen Park. Robert verlor sein linkes Auge und Stacy ihr Leben. Es schien wie ein krasser Zufall zu sein, aber eine Anwohnerin ging gerade mit ihrem Hund spazieren, als sie am Tatort von Robert und Stacy vorbeikam. Dort sah sie, wie ein Polizist einem geparkten Auto ein Knöllchen erteilte. Kurze Zeit später ging ein junger Mann in der Nähe des Autos an ihr vorbei und schien sie mit einigem Interesse zu mustern. Als sie sah, dass er einen dunklen Gegenstand in der Hand hatte, rannte sie nach Hause. Kurz danach hörte sie die Schüsse hinter sich. Nach 4 Tagen meldete sie sich damit bei der Polizei. Das Fahrzeug, welches ein Knöllchen bekommen hatte, war ein gelber 1970er Ford Galaxy, der keinem geringeren als David Berkowitz gehörte. Am 9. August 1977 rief dann der Polizist James Justice bei dem Polizeipräsidium von Yonkers an und bat um einen Termin mit Berkowitz. Die Frau vom Polizeipräsidium sagte, dass sie Berkowitz kenne und er ihren Hund erschossen habe. Der Hund gehörte eigentlich ihrem Vater, Sam. Als dieser Name fiel, war sich James sicher, dass er den richtigen Mann hatte. Das Polizeipräsidium verdächtigte Berkowitz auch schon seit langer Zeit, der Son of Sam zu sein, weshalb sie mit ihm kooperierten. Nur einen Tag später untersuchte die Polizei dann das Auto von Berkowitz. Es war vor seinem Wohnhaus in der Pine Street 35 geparkt. Auf dem Rücksitz sahen sie eine Waffe und einen Seesack voller Munition liegen. Auch Karten der Tatorte und einen Drohbrief an die Son of Sam Task Force fand man im Inneren des Fahrzeugs. Da man keine gewaltsame Konfrontation mit Berkowitz wollte, warteten sie, bis er das Haus verließ. Gegen 22 Uhr verließ er das Haus dann und stieg in sein Auto. Sofort liefen 2 Polizisten auf ihn zu und richteten ihre Waffe an seinen Kopf. Berkowitz sagte nur ganz trocken: "Nun, Sie haben mich erwischt." Einer der Polizisten antwortete darauf: "Jetzt, wo ich Sie habe, wen habe ich da?" "Das wissen Sie." "Nein, ich weiß es nicht. Sagen Sie es mir." "Ich bin Sam." "Sie sind Sam? Sam wer?" "Sam, David Berkowitz." In seiner Wohnung sah die Polizei dann, dass er wie ein Messi lebte. Überall an den Wänden war satanisches Graffiti. In einem Notizbuch hielt er alle Verbrechen fest, die er begangen hatte. Darunter 1400 Fälle von Brandstiftung in ganz New York City. Kurz nach der Verhaftung wurden auch die Hausnummern in der Straße getauscht. So wurde aus der Hausnummer 35, in der Berkowitz gelebt hatte, die Hausnummer 42, um zu verhindern, dass Schaulustige danach suchten.
Noch am selben Abend wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es hieß: Die Bürger der Stadt New York können beruhigt sein, denn die Polizei hat einen Mann gefangen genommen, von dem sie glaubt, dass er der Son of Sam ist. Berkowitz wurde am frühen Morgen des 11. August 1977 etwa 30 Minuten lang verhört. Er gestand schnell die Schießereien und bekundete sein Interesse, sich schuldig zu bekennen. Die Ermittlungen wurden von John Keenan geleitet, der das Geständnis entgegennahm. Während des Verhörs erzählte Berkowitz, dass der schwarze Labrador von Sam der Grund sei, wieso er die Taten beging. Der Hund hätte nach dem Blut von jungen Frauen verlangt. Der Hund wäre von einem uralten Dämon besessen gewesen. Er wäre also der Son of Sam gewesen, da sein Nachbar Sam Carr der Besitzer des Hundes war. Im Februar 1979 ruderte Berkowitz zurück und sagte, dass die Geschichte über Dämonen nicht stimmen würde. Zu einem Psychiater sagte er, dass er die Taten begangen habe, weil er sich an der Welt rächen wollte, die ihn seiner Meinung nach abgelehnt und verletzt hatte. Drei Gutachter kamen zu dem Entschluss, dass Berkowitz zurechnungsfähig war. Seine Verteidiger rieten ihm trotzdem auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, was er aber ablehnte. Der Prozess begann am 8. Mai 1978. Er bekannte sich in allen Fällen schuldig. Zwei Wochen später sollte es zu einer Verurteilung kommen, jedoch wurde die Verkündung unterbrochen, als Berkowitz versuchte, aus dem Fenster im siebten Stock zu springen. Er schrie dabei, dass er es wieder tun würde. Er konnte festgehalten werden, weshalb es bei einem kleinen Aufruhr blieb. Die Verkündung wurde allerdings abgebrochen und verschoben, da ein erneutes Gutachten angelegt werden sollte. Erneut wurde er für verhandlungsfähig befunden. Er wurde für jede Tat zu jeweils 25 Jahren Haft verurteilt. Seine Zeit sollte er in einem Hochsicherheitsgefängnis in New York absitzen. Er hatte durch sein Schuldbekenntnis allerdings die Möglichkeit, nach 25 Jahren auf Bewährung freigelassen zu werden. Bevor er allerdings in das Gefängnis gehen sollte, wurde er in die psychiatrische Abteilung des King Country Hospital eingewiesen. Dort merkte das Personal, dass Berkowitz extrem unruhig war in seiner neuen Umgebung. Die nächsten Monate verbrachte er in unterschiedlichen Einrichtungen, bis er schließlich für ein Jahrzehnt in das Gefängnis von Attica gebracht wurde. Im Jahr 1990 wurde er dann nach Fallsburg verlegt und später nach Ulster County. Für ihn war das Leben im Gefängnis ein Albtraum, sagte er. Im Gefängnis gab es auch verschiedene Anschläge auf ihn. Bei einem erlitt er eine Stichwunde, die fast lebensgefährlich werden konnte. Er verweigerte es allerdings, den Angreifer zu identifizieren, da er den Angriff als gerecht ansah. Er fand außerdem seinen Weg zu Gott im Gefängnis. Er trat der evangelischen Kirche bei und wollte fortan Sohn der Hoffnung und nicht mehr Sohn von Sam genannt werden. Er schloss außerdem das College im Gefängnis ab und half anderen Häftlingen regelmäßig, wenn sie in Schwierigkeiten waren. Berkowitz hatte das Recht, alle zwei Jahre eine Bewährungsanhörung zu besuchen. Bisher weigerte er sich aber konsequent dagegen und hat die meisten dieser Anhörungen sogar geschwänzt. Im Gefängnis galt er als Musterhäftling und er selbst sagt, dass er durch Gott sich gebessert hatte und das Gefühl habe, kein Risiko mehr darzustellen. Seine letzte Bewährungsanhörung war für den Mai 2020 angesetzt, jedoch wurde sie wegen einer gewissen Krankheit auf unbestimmte Zeit verschoben. Er sitzt noch heute im Gefängnis. Wie realistisch seine Freilassung ist, werden wir wohl dieses Jahr noch erfahren. Eine interessante Wendung in diesem Fall gab es aber noch. Berkowitz sagt im Gefängnis selbst, dass er nur bei zwei der Taten anwesend war. Immerhin gab es unterschiedliche Zeugenberichte, wie der Täter aussah. Er erzählte, dass er im Jahr 1975 einem satanistischen Kult beigetreten sei. Die Planung der einzelnen Taten wurden von anderen Kultmitgliedern durchgeführt. Danach hätten andere Mitglieder die Opfer beobachtet und verfolgt, um sie kennenzulernen. Er würde die Namen der anderen Mitglieder aber nicht veröffentlichen können, da seine eigene Familie dadurch in Gefahr kommen könnte. Zwei der Sektenmitglieder sollen aber Michael und John Carr gewesen sein. Die Söhne von Sam, dem Hundebesitzer, also die Son of Sam. Beide waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben. Auch ein Polizist aus Yonkers soll zu der Sekte gehören. Bis heute glauben einige, dass Berkowitz nicht der alleinige Täter war. Es wurden immerhin drei verschiedene Autos genannt von Zeugen, fünf angebliche Täter mit unterschiedlicher Größe, Körperbau und Haarfarbe. Einige Überlebende sind sich auch mittlerweile sicher, dass es mehr als ein Täter war. Im Jahr 2005 erzählte Berkowitz, dass der Hund nie der Dämon war, sondern dass er die Stimme von Sam Hain gehört habe, ein böser Druide, der wirkliche Sam gewesen sei.
Einige Psychologen und Profiler des FBI sind sich aber sicher, dass Berkowitz der alleinige Täter sei. Er hätte zu starke antisoziale Tendenzen, als dass er in einer Gruppe funktionieren könnte. Unser heutiger Fall spielt in der kleinen Stadt Mount Vernon in Ohio, USA. Zum Zeitpunkt des Falls lebten dort 17.000 Menschen. Die Stadt ist bekannt für seine großen Grünflächen und für die niedrige Kriminalitätsrate, die dort herrscht. Nicht umsonst lautet das Motto der Stadt, dass man hier eine der nettesten Nachbarschaften in den ganzen Vereinigten Staaten vorfindet. Alles begann am 10. November 2010 mit einer Anwohnerin namens Tina Rose Herman. Tina war 32 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und lebte in einem Vorort von Mount Vernon namens Howard, ihren beiden Kindern Sarah und Cody, 13 und 10 Jahre. Außerdem arbeitete Tina für die Firma Dairy Queen in Mount Vernon, weshalb sie in Zukunft vorhatte, weiter in die Stadt hineinzuziehen, um Zeit zu sparen. Der Vater der Kinder, Larry, hatte sich schon vor einiger Zeit von Tina getrennt, weshalb sie nun alleine im King Beach Drive 481 lebte. Zwar hatte sie einen Freund namens Greg, jedoch sollte auch diese Beziehung nicht halten und war zum Zeitpunkt des 10. November schon kurz davor, auseinanderzubrechen. Es sollte auch dieser Tag sein, an dem sie um 16 Uhr nicht bei ihrer Schicht auf Arbeit erschien. Ihre Vorgesetzte machte sich sofort Sorgen, da Tina sonst immer rechtzeitig Bescheid sagte, wenn sie zu spät kam oder krank war. Ihre Vorgesetzte versuchte sie zu erreichen, jedoch ohne Erfolg, weshalb sie gleich den Notruf wählte. One of my employees did not show up for work this afternoon at 4 o'clock. Okay. Which is totally uncharacteristic of her. I'm very concerned about her. What's her name? Her name is Tina Herman. 3 Stunden, nachdem ihre Schicht hätte anfangen sollen, gegen 19.30 Uhr, klopfte die Polizei an der Haustür von Tina. Die Lichter im Haus waren alle aus und es machte niemand die Tür auf. Die Polizei ging davon aus, dass niemand zu Hause sei, weshalb sie wieder gingen. Einen Tag später, am 11. November, wurde plötzlich eine weitere Frau aus der Gegend als vermisst gemeldet. Die Frau, die vermisst wurde, war Stephanie Spring, die direkte Nachbarin von Tina Herman. Die beiden waren gute Freundinnen gewesen. Stephanie selbst war 41 Jahre alt, hatte 3 Kinder und lebte schon ihr ganzes Leben lang in der Gegend. Auch war sie die letzte, die Tina am Tag zuvor gesehen hatte, was sofort alle Alarmglocken bei den Ermittlern angehen ließ. Auch die beiden Kinder von Tina kamen am 11. November nicht zur Schule. Insgesamt waren also 4 Menschen spurlos verschwunden. Da auf Tinas Arbeit die Kollegen sich alle Sorgen machten, fuhr die Vorgesetzte, die zuvor die Polizei rief, nun selbst zu Tina nach Hause, um die Lage zu überprüfen. Sie öffnete die Haustür und betrat das Haus. Kurze Zeit später ging dieser Anruf bei der örtlichen Polizei ein. I called in last night about Tina Herman being missing. Mm-hmm. I am out of her house now. There is blood everywhere. Im Inneren des Hauses fand sie eine Blutspur, die ins Schlafzimmer von Tina führte. Überall war Blut und es schien so, als wäre etwas Grauenhaftes passiert. Trotz des vielen Blutes gab es keine Anzeichen von Tina, ihren Kindern oder ihrer Nachbarin. Auch die Badewanne war extrem gefüllt mit Blut. Anhand der Spuren vor Ort konnten die Ermittler herausfinden, dass jemand von der Familie die Tür geöffnet hatte und direkt angegriffen wurde. In der Küche standen noch Einkäufe herum, die nicht ausgepackt waren. Das bedeutete, dass die Opfer selbst noch nicht lange zu Hause waren. Hatte jemand auf sie im Haus gewartet oder wurden sie von draußen angesprochen? Kassenzettel zeigten, dass die Einkäufe gegen Mittag getätigt wurden, also 4 Stunden vor Beginn der Schicht von Tina. Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch in der Schule, aber Stephanie war wohl verabredet gewesen mit Tina. Als Stephanie dann das Haus betrat, fand sich statt Tina jemand Fremdes vor, der auch sie angriff. Etwas später kamen dann die beiden Kinder nach Hause. Anfangs ging man davon aus, dass Tina wahrscheinlich nicht mehr am Leben sei. Bei Stephanie war man sich unsicher und auch bei den Kindern glaubte man erst an eine Entführung. Den Ermittlern fiel auch auf, dass die Garagentür nicht richtig geschlossen war. Die Theorie, dass der Täter also schon im Haus auf Tina gewartet hatte, erschien erstmal plausibel.
Das Auto von Tina war verschwunden und auch hier war überall Blut. Sofort wurde ihr Fahrzeug als gestohlen gemeldet, weshalb sie einen ersten Anhaltspunkt hatten, wonach sie suchen sollten. Ein weiterer Anhaltspunkt war eine Einkaufstüte von Walmart. Darin waren Planen. Es gab zwar keinen Einkaufszettel, jedoch konnte man anhand von Kassendaten der örtlichen Walmarts schnell herausfinden, wann diese Arten von Planen gekauft wurden. Dann musste man nur noch die Überwachungskameras anschauen und die Personen ausfindig machen, die in Frage kämen als Täter. Der erste Verdächtige war natürlich Greg, der aktuelle Freund von Tina. Er war zum Zeitpunkt der Tat nicht bei Tina gewesen, sagte er. Er hatte aber ein Alibi für diesen Nachmittag, weshalb er schnell wieder fallen gelassen wurde als Verdächtiger. 4 Tage nach dem Verschwinden von Tina wurde ihr blauer Pickup-Truck gefunden. Der Truck wurde knapp 11 Kilometer von ihrem Haus entfernt auf einer einsamen Straße geparkt. Im Auto selbst fand man keinerlei Überreste und das Auto erschien auch sehr sauber. Da dort in der Nähe keinerlei andere Fahrzeuge waren, vermuteten die Ermittler nun, dass der Täter in ein anderes Fahrzeug umgestiegen war und Tina, die Kinder und Stephanie dort mitgenommen hatte. Es war zur selben Zeit, als man herausfand, dass die Planen bei Walmart in Mount Vernon gekauft wurden. Es war nur wenige Tage vor der Tat gewesen. Kameraaufnahmen zeigten den mutmaßlichen Täter. Der Mann erschien erstmal nicht weiter auffällig. Er wirkte weder nervös noch irgendwie anders auffällig, als er die Planen kaufte. Man konnte sein Nummernschild zwar nicht lesen, jedoch konnte das Fahrzeug als ein Toyota Yaris identifiziert werden. Sie überprüften also nun die Datenbanken der registrierten Toyota mit den Fotos der Überwachungskameras, um den Besitzer ausfindig zu machen. Der Aufwand sollte sich aber lohnen, denn der Mann aus dem Video konnte durch diese Methode als Matthew Hoffman identifiziert werden. Matthew war 30 Jahre alt, lebte selbst in der Gegend und seine Eltern besaßen ein Haus am See in der Nähe. Zwischen den Jahren 2001 und 2007 saß er im Gefängnis in Colorado, nachdem er dort für Brandstiftung und Raub festgenommen wurde. Er hatte also bereits eine kriminelle Vorgeschichte. Bevor er im Gefängnis saß, hatte er als Elektriker gearbeitet. Auch in diesem Job hatte er seine Kunden oft bestohlen, wenn er zu Hause bei ihnen war. Im Jahr 2000 hatte er eine Familie in Colorado beklaut, jedoch hatte er Angst, dass man seine Fingerabdrücke fand, weshalb er das ganze Haus niederbrannte. Danach klaute er das Auto der Familie und fuhr damit weg. Das Feuer, welches er gelegt hatte, war so schlimm, dass mehrere Häuser dabei niederbrannten und ein Gesamtschaden von $2 Millionen entstand. Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis zog er zurück nach Ohio und arbeitete dort als Landschaftsgärtner. Genauer gesagt, stutzte er Bäume in öffentlichen Parks. Auch wurde er öfters dabei erwischt, wie er Eichhörnchen festnahm und sie später aß. Viele fanden ihn merkwürdig und er war das Gespött der Gegend. Im Jahr 2010 verlor er dann sowohl seine Freundin als auch seinen Job. Die Polizei ließ sich also einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus geben, welcher am 15. November erlassen wurde. Ein SWAT-Team wurde losgeschickt, da man davon ausging, dass er gefährlich sein könnte. Was die Einsatzkräfte dann fanden, kann man nur als Horrorhaus beschreiben. Das ganze Haus war übersät mit braunen, alten Blättern. Matthew hatte säckeweise Blätter aus Parks gesammelt und überall in seinem Haus verteilt. Matthew selbst saß auf seiner Couch und wurde sofort verhaftet. Die Wände waren bemalt und er hatte ganze Zimmer bis zur Decke mit Blättern gefüllt. Ansonsten fanden sie in dem Haus aber keinerlei Hinweise auf die 4 vermissten Menschen. Doch dann widmeten sie sich dem Keller des Grundstücks. Im Keller waren auch überall Blätter, jedoch lag in einer Ecke auf einem Bett aus Blättern die 13-jährige Sarah, die Tochter von Tina. Sie war am Leben, zeigte keinerlei Verletzungen und konnte sofort gerettet werden. Eine Befragung der beiden ergab dann langsam ein Bild davon, was wirklich am 10. November passiert war. Matthew Hoffman schlich sich an diesem Morgen in das Haus der Hermans. Er hatte das Haus eine Zeit lang schon beobachtet und nur den Moment abgewartet, in dem keiner zu Hause war. Er betrat das leere Haus durch die Garage, wie die Ermittler korrekt angenommen hatten, und als Tina dann plötzlich nach Hause kam, wurde sie direkt von Matthew angegriffen. Auch Stephanie wurde wenig später angegriffen, nachdem sie das Haus betreten hatte.
Als dann nachmittags die Kinder nach Hause kamen, rannte Matthew auf die beiden zu. Cody wurde sofort von ihm angegriffen, jedoch konnte Sarah in ihr Zimmer fliehen und die Tür abschließen. Nach einigen Minuten trat Matthew die Tür ein, fesselte Sarah und legte ihr eine Augenbinde an. Er fuhr mit dem Pickup davon, wechselte das Auto und fuhr weiter zu seinem Horrorhaus. Dort fesselte er Sarah im Keller an ein Heizungsrohr. Zu essen bekam sie Müsli mit verdorbener Milch. Matthew selbst wollte zu den Anschuldigungen nichts sagen, als die Polizei ihn befragte. Okay. You kind of understand what's going on here, Matt? That's it. We can explain all this to you if you want to talk to me, okay? Think you know what we want to talk about. But we need to find some people. Matt, can you hear me? The only reason that I don't know where Tina, Stephanie, and Cody are is because we had to spend a lot of time at the scene. Okay? We will know. We will find them. And if it's going to come to it that it's not with your help, then so be it. But I'm going to be the first guy to tell the jury that. I guarantee you that I sat in an interview room with this guy. And all he wanted to do is close his eyes and blink him until I walk out of the room. And then he opens his eyes and gets his drink of water. Now, am I a prudent person? What kind of person do I think that is? Well, one of two things. Either you're getting your composure together, you're thinking things out, thinking what to tell us, or you don't give a shit about anybody. Insgesamt geht das Verhör über 12 Stunden. 12 Stunden, in denen Matthew kein einziges Wort spricht. You know, other people, there's family members out there of other people, and all they want is closure. That's all they want. They've been up for days like you and I have, you know? Heart hurts. I don't understand sign language, man. Is that your heart? Your sin heart? Broken. Your heart's broken? Because of what happened? No? Someone broke your heart? Die Ermittler konfrontierten ihn mit Beweisen und Fragen, versuchen Tina, Stephanie und Cody zu finden, jedoch ohne Erfolg. Sie sagten Matthew, dass er die Todesstrafe bekommen würde, wenn er nicht mit ihnen kooperieren würde. Daraufhin sprach er das erste Mal und sagte ihnen, dass er verraten würde, wo die drei vermissten Personen seien, wenn sie ihn auf der Stelle erschießen und allen erzählen würden, dass er versucht hatte zu fliehen und bei dem Fluchtversuch ums Leben kam. Die Polizei nahm diesen Deal natürlich nicht an und Matthew schwieg für 2 weitere Tage. Danach brach er endlich sein Schweigen und sagte, dass es sich um einen Raub gehandelt habe, der schief ging. Er wollte nie jemanden verletzen, erzählte er. Er hatte versucht, Tina bewusstlos zu schlagen, da sie ihn überrascht hatte. Als er es aber nicht schaffte, kam Stephanie noch dazu, weshalb er beiden das Leben nahm. Dann kamen die Kinder und die Situation sei noch weiter eskaliert. Die Überreste der drei habe er in einem Wald im Norden von Mount Vernon versteckt. Er brachte die Ermittler zu einem riesigen Baum, der von innen hohl war. Im Inneren fanden sie die leblosen Überreste von Tina, Stephanie und Cody. Er hatte sie zersägt und in den Baum gesteckt. The tree was hollow to a point. And how he did it is speculation, because we found the location. We took them out with part of the reason we took them out that we did the way that we did, and we cut the part of the tree away, is our priority to not only to recover them, but to recover them with sensitivity and with dignity for the victims and for the victims' families. Vor Gericht plädierte Matthew Hoffman dann auf schuldig. Er bekam eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Im Gefängnis selbst hatte Matthew dann nachweislich eine sehr schwere Zeit.
Er bekam immer wieder Panikattacken und er vermied es, über seinen Fall zu sprechen. Er fiel außerdem im Gefängnis dadurch auf, weil er immer wieder Gefängniseigentum zerstörte und sich extrem unkooperativ zeigte. Matthew Hoffman war von Bäumen und Blättern besessen. Er fühlte sich zu ihnen hingezogen und hatte deshalb sein ganzes Haus voll mit Blättern gesteckt. Wände waren bemalt und in seiner Gefriertruhe waren nur tote Eichhörnchen. Es war fast ein Wunder, dass es so lange gedauert hatte, bis jemand verletzt wurde durch seine Aktion. Er sitzt bis heute im Gefängnis. Sarah hat als Einzige überlebt und wuchs ohne Familie auf. Sie trat danach noch in ein paar Interviews auf, wo sie heute aber ist, ist unbekannt. Das heutige Video ist etwas ganz Besonderes für mich. Lange bevor es diesen YouTube-Kanal gab, hat mich das Thema Dennis Nielsen extrem beschäftigt. Bisher habe ich mich nicht an diesen Fall herangetraut, aber einige von euch wissen bestimmt, dass ich im Februar selbst nach London gereist bin und dort auf den Spuren von Dennis Nielsen und seinen Taten war. Die Ergebnisse dieser Reise möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich bei euch noch bedanken für den tollen Support der letzten Wochen. Diese Woche erschien in Deutschland zum Beispiel die Serie Des, in der es um die Taten von Dennis Nielsen geht. Ich musste sie natürlich schauen und jetzt möchte ich mit freundlicher Unterstützung von Edel Music und Entertainment die komplette Serie auf DVD an einen von euch schenken. Ihr könnt entweder auf meinem Instagram-Profil mitmachen oder mir hier in den Kommentaren einfach mit dem Hashtag Des schreiben, welche Serie euch so richtig gefesselt hat. Ende des Gewinnspiels ist der 21.06. Viel Erfolg und zurück zum Video. Ich muss das fragen. Warum haben Sie das getan? Ich hatte gehofft, Sie können mir das sagen. Wie bereits in vielen Fällen beginnt auch der heutige in der Kindheit. Serientäter sind oft geprägt durch eine schreckliche Kindheit. Bei Dennis Nielsen sollte es nicht anders sein. Dennis Nielsen wurde am 23. November 1945 in Schottland geboren. Sein Vater Olaf war Norweger, arbeitete als Soldat und war Alkoholiker. Mit der Familie hatte er nicht viel zu tun. Als Dennis gerade einmal 4 Jahre alt war, packte der Vater seinen Koffer und ließ Dennis mit seinen 2 Geschwistern und seiner Mutter alleine zurück. Die Mutter, Betty White, war mit der Situation extrem überfordert, weshalb sie kurze Zeit später zu den Großeltern von Dennis zog. Der Großvater, Andrew White, wurde wie ein Vater für den jungen Dennis und die beiden hatten eine sehr enge Freundschaft. Andrew war Fischer und oft auf See, was Dennis traurig machte, aber immer wenn er an Land war, gingen die beiden auf lange Spaziergänge an der Küste. Diese Freundschaft sollte knapp 1 Jahr anhalten, denn als Dennis 5 Jahre alt war, verstarb auch sein Großvater an einem Herzinfarkt, als er gerade in der Nordsee fischen war. Es war für Dennis nun das 2. Mal in seinem kurzen Leben, dass eine Vaterfigur ihn verlassen hatte. Er selbst sagte, dass dieses Trauma ihn stark veränderte und er glaubte, dass es zu Teilen verantwortlich war für seine späteren Taten. Am 31. Oktober 1951 wurden die Überreste des Großvaters an die Familie übergeben. Dennis wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sein Großvater nicht mehr am Leben war. Seine Mutter nahm ihn mit, damit er seinen Großvater ein letztes Mal sehen konnte. Sie sagte ihm, dass er schlafen würde. Dennis verstand nicht, was los war, aber er wusste, dass er ab diesem Zeitpunkt vom Tode fasziniert war. Später sagte er darüber: "Meine Probleme begannen dort. Es hat meine Persönlichkeit für immer zerstört." Abgesehen davon war Dennis ein ruhiges, aber aufmerksames Kind. Seine liebsten Kindheitserinnerungen waren die von Picknicks in der schottischen Landschaft mit seinen Geschwistern. Doch nachdem er seinen Großvater verloren hatte, wurde er immer ruhiger und zurückgezogener. Oft stand er alleine am Hafen und beobachtete die Schiffe. Vor seiner Familie versteckte er sich und wollte auch nicht mehr an Familienaktivitäten teilnehmen, da er das Gefühl hatte, dass seine Mutter alle anderen Familienmitglieder mehr liebte als ihn. Er würde kaum Aufmerksamkeit von ihr bekommen und das wäre in seinen Augen äußerst unfair.
Seine einzige Freundin war seine jüngere Schwester Sylvia. Bei einem seiner Ausflüge an den Strand im Jahr 1954 wurde Dennis vom Wasser auf das offene Meer hinausgeschleift. Er geriet in Panik und fuchtelte wild mit den Armen umher und schrie nach Hilfe. Er glaubte, dass sein Großvater ihn hören und dann retten würde. Es war jedoch nicht sein Großvater, sondern ein anderer Junge, der ihm das Leben retten sollte. Es war auch dieser Moment, in dem Dennis das erste Mal eine Art Zuneigung für Männer spürte. Kurz nach diesem Vorfall zog Dennis' Familie aus dem Haus seiner Großeltern aus und gemeinsam mit seiner Mutter und zwei Geschwistern zogen sie in eine eigene Wohnung. Betty sollte in den darauffolgenden Jahren einen Bauunternehmer namens Andrew Scott heiraten, mit dem sie noch einmal 4 Kinder bekam. Anfangs lehnte Dennis den neuen Stiefvater ab, jedoch respektierte er ihn über die Jahre immer mehr. Im Jahr 1955 zog die Familie dann in einen Ort namens Stricken. Im Laufe der Zeit merkte Dennis dann immer wieder, dass er sich zu seinem eigenen Geschlecht hingezogen fühlte. Vor allem war er aber interessiert an anderen Jungs, die aussahen wie seine jüngere Schwester Sylvia. Er selbst erzählte danach auch, dass er seine Schwester öfters ungefragt anfasste und belästigte, so wie seinen Bruder während dieser schlief. Als Dennis dann 14 Jahre alt wurde, merkte er, dass er sich in dem abgelegenen schottischen Ort langweilte. Es zog ihn nach draußen in die Welt, auch weil seine Familie ärmer war als der Durchschnittsbürger und Dennis das Gefühl hatte, dass er kein erfüllendes Leben bei seiner Familie leben konnte. Die Möglichkeiten auf einen guten Job hielten sich in Grenzen. Er schloss 1961 die Schule mit überdurchschnittlich guten Noten ab und arbeitete daraufhin für eine kurze Zeit in einer Konservenfabrik. Dort blieb er für 3 Wochen, bis er beschloss, dass er sich der Armee anschließen wollte, um dort eine Ausbildung zum Koch zu machen. Er bestand die Aufnahmeprüfung, obwohl Sport für ihn eins der weniger erfolgreichen Schulfächer gewesen war. Im September 1961 wurde er dann offiziell für 9 Jahre einberufen, um in Hampshire in der St. Omer Barracks seine Ausbildung zu beginnen. Für Dennis begann dort die glücklichste Zeit seines Lebens nach eigener Aussage. Er vermied es zwar, mit anderen Kameraden zu duschen, da er seine Neigung geheim halten wollte und Angst hatte, dass er dort auffallen würde, aber ansonsten hatte er Spaß. Bis 1967 stand Homosexualität auch unter Strafe, vor allem im Militär. Des Öfteren nahm er auch an Paraden teil, die sogar von der Königin besucht wurden. Im Jahr 1964 bestand er dann seine Prüfung und wurde einem Bataillon in Osnabrück, Westdeutschland zugeteilt. Dort diente er fortan als Gefreiter. Kameraden bemerkten in Osnabrück dann, dass Nielsen sich häufig betrank, meist bis zur Besinnungslosigkeit. Er selbst tat dies nach eigener Aussage, um gegen seine Schüchternheit anzukämpfen. Einmal trank er so viel, dass er am nächsten Morgen in der Wohnung eines deutschen Mannes aufwachte. Es gab zwar keinen körperlichen Kontakt, jedoch fing er ab diesem Punkt an, Fantasien darüber zu haben, dass sein Gegenüber bewusstlos oder passiv war und er sich an ihm austoben könnte. Dies ging so weit, dass Dennis vor Kameraden manchmal so tat, als wäre er betrunken, in der Hoffnung, dass seine Kameraden sich an ihm vergehen würden. Die Kameraden bemerkten davon aber nichts, denn Dennis ging jeden Sonntag mit in die Kirche und betete dort mehr als alle anderen. Nur seine Leidenschaft für Grusel- und Horrorgeschichten machten den Kameraden Sorgen. Bei einem Besuch in einem Kriegsmuseum war er besonders fasziniert von Gegenständen, die dort ausgestellt wurden, die in echten Verbrechen genutzt wurden, wie zum Beispiel einer alten Badewanne. Nach 2 Jahren in Osnabrück kehrte er dann zurück in seine alte Kaserne, wo er seine offizielle Prüfung als Koch ablegte. Danach wurde er als Koch in Norwegen eingesetzt. 1967 kochte er dann im Gefängnis von Al-Mansura im heutigen Jemen. Dieser Einsatz war deutlich gefährlicher und einige seiner Kameraden überlebten die Zeit dort nicht. Einmal wurde Dennis sogar von einem Taxifahrer entführt, der ihn dann in den Kofferraum des Taxis sperrte. Als er ihn dort herausholen wollte, konnte Dennis einen Wagenheber greifen und seinen Angreifer bewusstlos schlagen und fliehen. Seine Fantasien wurden in der Zeit daraufhin aber nur düsterer. Er stellte sich oft die Begegnung im Taxi vor und dachte an all die Soldaten, die er verloren hatte, und
die leblosen Überreste, die er gesehen hatte. Nachdem seine Zeit dort zu Ende war, kehrte er erneut in das Vereinigte Königreich zurück, diesmal nach Devon. Dort musste er für 32 Personen täglich kochen. 1969 wurde er dann nach Zypern versetzt und etwas später dann nach West-Berlin. Dort hatte Dennis sein erstes Mal mit einer Frau, die er für diese Dienste bezahlt hatte. Für ihn selbst war diese Erfahrung aber eher deprimierend, aber trotzdem prahlte er vor seinen Kameraden damit. Er reiste danach noch etwas umher als Koch, kochte für die Queen's Royal Guard und wurde 1971 schließlich auf die Shetlandinseln versetzt, wo er im Oktober 1972 seine Militärkarriere beendete. Bis zum Ende des Jahres lebte er dann wieder bei seiner Familie. Die Zeit war für ihn sehr stressig, da seine Mutter immer wieder den Wunsch nach einer Schwiegertochter äußerte und er sich lieber auf eine Hochzeit konzentrieren sollte, statt auf seine Karriere. Nachdem sein Bruder ihn dann in einem Streit vor seiner Familie outete, brach er den Kontakt zu seiner Familie ab, bewarb sich bei der Metropolitan Police in London und zog im Dezember noch in die Stadt, um dort mit der Ausbildung zu beginnen. Zwischen dem Dezember 1972 und April 1973 machte Dennis dann die Ausbildung zum Polizisten, welche er 1973 im April abschließen konnte. Nach dem Abschluss wurde er im Stadtteil Willesden Green eingesetzt. Es war eine Umstellung zur Armee, denn es herrschte hier eine ganz andere Kameradschaft. Auch durfte er in dieser Zeit selbst einige Festnahmen durchführen, ohne jedoch selbst jemanden überwältigen zu müssen. Er fühlte sich oft einsam in seiner Wohnung in London, weshalb er oft alleine trank, und im Sommer 1973 war er oft in Londoner Pubs unterwegs, wie zum Beispiel dem Golden Lion Pub. Interessanterweise war es auch dieser Pub, in dem der Serientäter Colin Ireland und andere ihr Unwesen trieben. Dennis ging ein paar lockere Beziehungen mit anderen Männern ein, jedoch hatte er oft das Gefühl, dass er nur seinen Körper lieh und keinen inneren Frieden damit finden konnte. Er kam schließlich auch zu dem Entschluss, dass sein Beruf nicht vereinbar sei mit seinem persönlichen Lebensstil. Er kündigte deshalb im Dezember diesen Jahres bei der Polizei und sein leiblicher Vater verstarb auch im selben Jahr und hinterließ seinen Kindern 1000 Pfund. Sein nächster Job war dann als Wachmann zwischen dem Dezember 1973 und Mai 1974. Da ihm diese Stelle aber zu unsicher war, suchte er sich eine neue Anstellung. Dieses Mal als Beamter im Arbeitsamt. Das, was ihr hier gerade seht, ist sein Arbeitsplatz heute. Vor wenigen Jahren war es noch ein Café und die meisten Leute wussten wahrscheinlich nicht mal von der Geschichte des Gebäudes. In diesem Gebäude hatte er dann die Aufgabe, Arbeitsplätze für ungelernte Arbeiter zu finden. Er machte seine Arbeit recht gut, auch wenn er oft nicht zur Arbeit erschien und einen Eindruck für seine Kollegen machte, als wäre er sehr einsam. 1979 wurde er dann zum stellvertretenden Geschäftsführer befördert und ab 1982 arbeitete er in einem anderen Jobcenter in Kentish Town. Dort war er bis zu seiner Verhaftung tätig. Tatsächlich war Dennis sehr einsam. Er hatte 3 gescheiterte Beziehungen in London hinter sich, mit einem Partner lebte er sogar eine Zeit lang zusammen. Er trank jeden Abend Alkohol, arbeitete Überstunden, um nicht alleine zu Hause sein zu müssen und frequentierte viele Pubs. Sein erstes Opfer sollte er dann in der Cricklewood Arms Kneipe treffen. Der 14-jährige Stephen Holmes hatte versucht, Alkohol am 30. Dezember 1978 zu kaufen. Als Dennis sah, dass der Junge keinen bekam, lud er ihn zu sich nach Hause ein mit dem Versprechen von Alkohol und Musik. Dennis hatte ihn nicht nach seinem Alter gefragt, er ging aber davon aus, dass Stephen mindestens 17 Jahre alt gewesen sein muss. Die beiden betranken sich bei Dennis zu Hause und schliefen ein. Als Dennis am nächsten Tag aufwachte, hatte er extreme Verlustängste, weshalb er beschloss, dass er den Jungen über den Jahreswechsel bei ihm behalten sollte. Ob er das wollte oder nicht. Dennis griff also nach einer Krawatte und nahm dem 14-Jährigen damit das Leben. Danach legte er Stephen in seine Badewanne, bevor er ihn aufs Bett legte. 8 Monate lang versteckte er die Überreste von Stephen unter seinen Bodendielen, bevor er diese am 11. August 1979 hinter seinem Haus verbrannte.
Am 11. Oktober 1979 lernte er dann in einem Pub einen Studenten aus Hongkong namens Andrew Ho kennen. Auch hier versuchte er Andrew das Leben zu nehmen, nachdem er ihn in seine Wohnung gelockt hatte. Andrew konnte jedoch aus der Wohnung fliehen und die Polizei rufen. Dennis wurde zwar befragt, jedoch erstattete Andrew keine Anzeige. 2 Monate später, am 3. Dezember 1979, war der 23-jährige Student Kenneth Ockenden in London unterwegs. Er war aus Kanada ins Vereinigte Königreich gereist, um dort seine Familie zu besuchen. Als er eines Abends nichts vorhatte, ging er im West End von London in einen Pub, um zu trinken. Im Pub traf er dann auf Dennis Nielsen, der ihm sagte, dass er ihm Sehenswürdigkeiten in der Stadt zeigen könnte, wenn er Lust hätte. Die beiden fuhren also durch London und wurden später in einem Späti gesehen, wie sie Whisky, Rum und Bier kauften. Danach gingen sie zur Wohnung von Dennis, wo er dem Studenten mit dem Kabel seines Kopfhörers das Leben nahm. Er schenkte sich daraufhin ein Glas Rum ein und hörte mit den Kopfhörern von Kenneth weiter Musik. Am Tag drauf ging Dennis dann in einen Laden, um sich eine Polaroid-Kamera zu kaufen. Damit machte er verschiedene Fotos von den Überresten von Kenneth, wofür er mit diesen kuschelte und sie gelegentlich in den nächsten 4 Wochen immer wieder auf seinen Sessel setzte, während er fernsah. Der 16-jährige Martin Duffy sollte dann das dritte Opfer von Dennis werden. Er war von zu Hause weggelaufen und schlief zu der Zeit am Bahnhof Houston. Er traf am 17. Mai 1980 auf Dennis, nachdem er von der Polizei verhört wurde, weil er ohne Fahrkarte Zug gefahren war. Dennis bot ihm eine Mahlzeit und ein Bett für die Nacht an, was der Junge natürlich dankend annahm. In der Wohnung angekommen, legte der Junge sich schlafen, kurz bevor Dennis ihm das Leben nahm. Die dunklen Triebe wurden nach dieser Tat immer stärker in Dennis, weshalb er im selben Jahr noch 5 weiteren Männern das Leben nahm. Von diesen 5 Männern konnte bis heute nur einer als der 26-jährige William Sutherland identifiziert werden. Die restlichen 4 konnten bis heute nicht zugeordnet werden. Auch Dennis selbst sagte später, dass er sich nur vage an diese Taten erinnern würde. Alle Überreste verstaute er irgendwann unter den Dielen in seinem Wohnzimmer. Dadurch kamen aber immer mehr Insekten in seine Wohnung und der Gestank war unausstehlich. Er versuchte den Geruch mit Deo zu übertönen und er sprühte jeden Tag mehrfach Insektiziden, jedoch ohne großen Erfolg. Deshalb verbrannte er alle Überreste am Ende des Jahres 1980. Damit niemand das brennende Fleisch riechen konnte, warf er noch alte Autoreifen auf das große Feuer hinter seinem Haus. Nachdem das Feuer abgebrannt war, zerstörte er die hinterbliebenen Knochen mit einer Hake. Das Jahr 1981 begann und Dennis hatte immer noch extrem düstere Triebe in sich. Um den 4. Januar herum war er dann wieder im Golden Lion Pub in Soho unterwegs, als er auf einen Mann traf, von dem man heute ausgeht, dass er 18 Jahre alt war und aus Schottland kam. Sein Name ist nicht bekannt. Auch diesen Mann lockte er mit dem Versprechen von mehr Alkohol in seine Wohnung, bevor er ihm das Leben nahm und unter den Dielen versteckte. Er meldete sich einige Tage später krank und bis April 1981 nahm er noch 2 weiteren Männern das Leben. Bei diesen 9 Opfern fing Dennis an, sie zu sezieren und ihre Organe in der Nähe zu verbrennen oder im Hausmüll zu entsorgen. Wahrscheinlich erhoffte er sich, dass er so den Geruch länger fernhalten konnte. Am 17. September 1981 sah Dennis dann den 23-jährigen Malcolm Barlow vor seiner Wohnung stehen. Er hatte Medikamente gegen Epilepsie genommen und erzählte Dennis, dass er dadurch schwache Beine hatte. Dennis brachte den Mann in seine Wohnung und rief einen Krankenwagen. Am nächsten Tag wurde Malcolm aus dem Krankenhaus entlassen und er kehrte zu Dennis zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Sie tranken gemeinsam Alkohol, bevor Dennis auch ihm das Leben nahm. Wieso er ihn bei dem ersten Treffen verschont hatte, ist unklar. Am 5. Oktober 1981 zog Dennis dann aus seiner Wohnung aus, da die Vermieterin die Wohnung renovieren wollte. Er zog daraufhin die Dachgeschosswohnung 23D Cranley Garden im Stadtteil Muswell Hill. Kurz vor seinem Auszug verbrannte er aber noch die 5 Überreste, die er in seiner Wohnung aufbewahrt hatte.
Da er nun eine Dachgeschosswohnung hatte, konnte er seine Opfer weder in einem Garten verbrennen noch unter den Bodendielen verstecken. Deshalb griff er auch fast 2 Monate lang niemanden an, außer einen 19-jährigen Studenten, bei dem er aber aufhörte, bevor dieser sein Leben verlor. Erst im März 1982 traf er dann auf den 23-jährigen John Howlett in einem Pub in der Nähe des Leicester Squares. Wieder lockte Dennis ihn mit dem Versprechen von Alkohol in seine Wohnung, wo die beiden erst tranken und dann ein Kampf entbrannte, bei dem Dennis den Mann erwürgte. Da John sich aber so stark gewehrt hatte, hatte Dennis noch eine Woche nach der Tat Spuren am Hals. Im Mai 1982 begegnete er dann dem 21-jährigen Carl Stotter in einem Pub in Camden. Er lud ihn zu sich nach Hause ein, wo er versuchte, den Mann zu erwürgen, ohne Erfolg. Zwar war Stotter bewusstlos geworden, jedoch schaffte Dennis es nicht, ihm das Leben zu nehmen. Als Stotter dann am nächsten Tag aufwachte, erzählte Dennis ihm, dass er sich fast am Reißverschluss des Schlafsacks stranguliert hatte und Dennis ihm das Leben retten musste. Zu dieser Zeit war es auch, als Dennis befördert wurde. Kurz darauf traf er den 27-jährigen Graham Allen, den er auf ein Essen einlud. Auch hier erinnerte sich Dennis nicht mehr genau an die Tat, sondern nur daran, ihn irgendwann erwürgt zu haben. Dennis meldete sich am 9. Oktober krank, wahrscheinlich um eine Sezierung durchführen zu können. Sein letztes Opfer sollte dann der 20-jährige Stephen Sinclair am 26. Januar 1983 werden. Die beiden wurden dabei beobachtet, wie sie gemeinsam zur Tube gingen. In der Wohnung von Dennis bemerkte er dann, dass Stephen vor wenigen Tagen versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Auch ihm nahm er mit einer Krawatte daraufhin das Leben. Auch hier führte er eine Sezierung durch und versuchte dann, die Überreste in der Toilette hinunterzuspülen. Am 4. Februar schrieb Dennis dann einen Brief an seinen Immobilienmakler, dass die Abflüsse verstopft seien. Die Situation sei für ihn und andere Mieter unerträglich. Der eigentliche Grund war, dass er durch das Herunterspülen der Überreste die Leitungen blockiert hatte und nun seine Küche voller Überreste war, jedoch konnte er das niemanden wissen lassen. Auch seinen Bekannten ließ er keinen Einlass in seine Wohnung, als diese ihn besuchen wollten. Dennis wusste es noch nicht, aber mit dieser Aktion entlarvte er sich schließlich selbst. Natürlich wurde auf die Beschwerde reagiert und am 8. Februar 1983 kam jemand aus der Firma Dino-Rod vorbei. Der Mitarbeiter Michael Catron öffnete im Zuge der Kontrolle einen Abflussdeckel an der Seite des Hauses und bemerkte, dass eine fleischartige Substanz den Abfluss blockierte. Da es bereits Abend war, beschloss Michael am Tag darauf nochmal vorbeizukommen. Bevor er aber ging, sprach er noch mit Dennis Nielsen und seinem Vermieter. Dennis sagte nur, dass die Knochen im Fleisch aussehen wie die von Kentucky Fried Chicken. Am nächsten Tag kam Michael mit seinem Vorgesetzten um 7.30 Uhr morgens zurück. Sie sahen, dass die Fleischfetzen und Knochen zur Dachgeschosswohnung führten. Sofort wurde die Polizei gerufen. Die Überreste wurden ins Labor gebracht, wo herausgefunden werden konnte, dass es sich in der Tat um menschliche Überreste handelte. Eine Befragung der Mieter ergab dann, dass die Wohnung Dennis Nielsen gehörte, weshalb einige Polizisten vor der Wohnung auf die Rückkehr von ihm warteten. Als dieser dann nach Hause kam, fragte er die Polizisten, wieso diese sich um verstopfte Abflüsse kümmern würden. Die 3 Polizisten baten daraufhin um Eintritt in die Wohnung. Direkt kam ihnen der Geruch von verfaultem Fleisch in die Nase, als sie die Wohnung betraten. Ein Polizist sagte ihm dann, dass er hier sei, weil die Überreste im Abfluss menschlich seien. Dennis tat so, als wäre er geschockt und fragte, wieso etwas passieren könnte. Der Polizist sagte daraufhin, dass er aufhören sollte mit der Show und ihnen sofort sagen sollte, wo die anderen Überreste seien. Dennis sagte daraufhin nur, dass sie in Plastiksäcken im Schrank seien. Auf die Frage, ob es noch mehr gäbe, sagte Dennis: "Das ist eine lange Geschichte. Sie reicht lange zurück. Ich werde Ihnen alles erzählen. Ich will's loswerden, aber nicht hier, sondern auf dem Polizeirevier." Auf dem Weg zum Revier fragte der Polizist dann, ob es sich um eine oder 2 Personen handeln würde, woraufhin Dennis nur sagte: "Eher 15 oder 16.
Bei der ersten Verhörung am 10. Februar gestand er dann die letzten drei Taten, auch wenn er bei manchen keine Namen nennen konnte. Des Weiteren gab er 13 weitere Taten in seiner alten Wohnung zu. Er zeigte der Polizei daraufhin die Stelle im Garten, wo er die Überreste vergraben hatte, und immer mehr Überreste wurden aus seiner Wohnung geborgen. Nach englischen Gesetzen hatte die Polizei nun 48 Stunden Zeit, Dennis Nielsen anzuklagen oder freizulassen. Er wurde zuerst nur im Fall von Stephen Sinclair angeklagt, weil es hier eindeutige Hinweise auf die Identität von Stephen gab. Bei den Befragungen wurde Dennis dann von einem Anwalt vertreten. Insgesamt wurde er 16 Mal befragt, mit einer Gesamtlänge von 30 Stunden. Auf die Frage nach einem Motiv antwortete Dennis nur, dass er hoffe, dass die Polizei ihm diese Frage beantworten könne, denn er würde nicht wissen, wieso er all diese Taten begangen habe. Er erzählte den Polizisten trotzdem von all den Dingen, die er mit den Überresten anstellte, erzählte, wie schön er den Anblick fand und dass er einmal fast weinen musste vor Freude. Auf die Frage, ob er Reue für sein Verbrechen empfinde, antwortete Dennis nur: Ich wünschte, ich hätte aufhören können, aber ich konnte nicht. Ich hatte keinen anderen Nervenkitzel oder das Gefühl von Glück in meinem Leben. Am 11. Februar 1983 wurde er dann offiziell wegen der Tat an Stephen Sinclair angeklagt. Später wurde die Anklage auf 6-fachen Mord erhöht und der Prozess begann am 24. Oktober 1983. Dennis Nielsen plädierte auf nicht schuldig. Dabei ging es nicht darum, ob er die Taten begangen habe oder nicht, sondern um seinen geistigen Zustand während der Taten. Laut der Verteidigung habe Dennis unter verminderter Zurechnungsfähigkeit gehandelt. Er sei nicht in der Lage gewesen, einen Vorsatz zu fassen, weshalb er höchstens wegen Totschlags angeklagt werden sollte. Im Laufe des Prozesses kamen viele Überlebende von Dennis in den Zeugenstand und erzählten von ihren Erlebnissen. Auch wurde der Fund beschrieben und was man in seiner Wohnung sonst noch fand. Der Prozess ging eine Woche lang, bevor sich die Jury am 3. November 1983 zurückzog. Dennis Nielsen wurde in allen 6 Fällen für schuldig befunden und er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt mit einer Möglichkeit auf Freilassung auf Bewährung nach mindestens 25 Jahren. Nach der Verurteilung wurde er in die Strafvollzugsanstalt Wormwood Scrubs verlegt. Er hatte dort eine eigene Zelle und durfte sich mit den anderen Insassen in einem Raum befinden. Im Dezember diesen Jahres wurde er dann von einem anderen Häftling mit einer Rasierklinge angegriffen. Die Verletzungen mussten mit 89 Stichen genäht werden. Danach wurde er in das HMP Parkhurst verlegt, bevor er 1990 ins HMP Wakefield verlegt wurde. 1991 wurde er dann aus Sorge um seine Gesundheit in eine Abteilung für gefährdete Gefangene im HMP Full Sutton verlegt, wo er bis 1993 blieb. 1993 kam er dann in das HMP Whitemore, wo er mit verstärkter Absonderung von anderen Häftlingen leben musste. Im Jahr 1994 wurde seine Möglichkeit auf Bewährung durch eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Freilassung geändert. Dennis akzeptierte diese Änderung. Im Jahr 2003 wurde er wieder nach Full Sutton verlegt, wo er Bücher in Blindenschrift übersetzte. Er verbrachte den Großteil seiner Freizeit mit Lesen und Schreiben. Oft schrieb er auch Briefe an Menschen, die den Kontakt zu ihm suchten. Im Jahr 2021 wurde auch seine selbstgeschriebene Biografie namens Die Geschichte eines ertrinkenden Jungen veröffentlicht. Am 10. Mai 2018 wurde Dennis in ein Yorker Krankenhaus gebracht, nachdem er sich über starke Bauchschmerzen beklagt hatte. Ärzte entdeckten dann, dass er an einer Lungenembolie litt und durch innere Blutungen und Blutgerinnsel sein Leben am 12. Mai 2018 verlor. Zu seiner Beerdigung kamen nur 5 Menschen, darunter 3 Polizisten. Von seiner Familie war niemand anwesend. Die genaue Zahl seiner Opfer ist bis heute unbekannt. Man geht von 15 Opfern aus, bestätigt werden konnten allerdings bis heute nur 12. Einige von ihnen sind auch bis heute unidentifiziert und werden es wohl noch für eine lange Zeit bleiben. Während meiner Reise in London habe ich gemerkt, wie viele schlimme Taten in dieser Stadt passierten. Jack the Ripper erscheint hier dann schon fast am harmlosesten. Aber es ist auch ein tröstender Anblick zu sehen, dass all diese Orte mit schrecklichen Geschichten von der Zeit vergessen werden und heute etwas anderes sind. Ob es der Arbeitsplatz ist, der dann zu einem Café wurde, oder die Wohnung von Dennis, wo heute wieder Leute leben.
Die Taten von Dennis Nielsen schockieren mich bis heute. Sie sind einige der düstersten Taten, über die ich je gesprochen habe, und an den echten Orten zu sein, wo all das passiert ist, löste dann doch starke Emotionen teilweise aus. Ich hoffe, dass ich euch diesen Fall gut rüberbringen konnte und ihr vielleicht beim nächsten London-Besuch mit einem anderen Blick auf manche Gebäude schaut, denn es gibt noch unzählige Geschichten, die diese Stadt zu erzählen hat. Einige davon werdet ihr vielleicht noch auf dem Kanal hören, denn meine nächste London-Reise ist schon lange gebucht. Unser heutiger Fall führt uns nach San Francisco, USA. Es ist der Fall zweier Männer. Der erste war Leonard Lake. Lake wurde am 29. Oktober 1945 in San Francisco geboren. Als er 6 Jahre alt war, trennten seine Eltern sich, weshalb er mit seinen Geschwistern bei der Großmutter leben musste. Bereits in seiner Kindheit bildeten sich düstere Triebe bei ihm, denn er liebte es, seine Schwestern zu fotografieren, wenn sie keine Kleidung trugen. Seine Großmutter ermutigte dieses Hobby, weshalb er sehr früh fasziniert von weiblichen Körpern war. Er galt als Kind zwar immer als aufgeweckt und er wusste, wie er seine neu entdeckten Triebe verstecken konnte. Als er dann ins Teenageralter kam, erpresste er seine Schwestern dann immer mehr und er wollte mehr als nur Fotos. Er wollte körperliche Handlungen mit ihnen durchführen. Auch fing er oft Mäuse draußen, die er dann in Chemikalien auflöste und ihnen damit das Leben nahm. Viele Serientäter fangen mit solchen Taten an. Sie lieben es, sich mächtig gegenüber hilflosen Tieren zu fühlen. Lake besuchte dann die Balboa High School und 1964 trat er dem United States Marine Corps bei. Als Radarelektroniker arbeitete er dann während 2 Einsätzen in Vietnam. Während einem dieser Einsätze hatte er einen wahnhaften Zusammenbruch, weshalb eine schizoide Persönlichkeitsstörung bei ihm diagnostiziert wurde. 1971 wurde er deshalb entlassen. Zurück in den USA ließ er sich in San Jose nieder, wo er auch die State University besuchte. Das Studieren war aber nie seine Stärke, weshalb er nach dem ersten Semester dieses Vorhaben abbrach und er fand einen Gefallen für die damals aufsteigende Hippie-Kultur in San Francisco. Er zog nach dem Abbruch seines Studiums also zurück in seine Heimatstadt, lebte dort in einer Kommune und heiratete 1975 eine Frau, die er von dort kannte. Diese Frau trennte sich aber relativ schnell wieder von ihm, als sie herausfand, dass er in Amateur-Erwachsenenfilmen mitspielte, in denen es um Fesselspiele und ähnliche Praktiken ging. Nach der Trennung von seiner Frau zog er für 8 Jahre auf die Greenfield Ranch, einer 5600 Hektar großen Siedlung in Kalifornien. Dort lernte er eine Frau namens Clarilyn Bellis kennen, Freunde nannten sie aber Cricket. Die beiden verstanden sich gut, wurden ein Paar und heirateten schließlich. Ihr erzählte Lake von seinen düsteren Fantasien und sie ließ sich darauf ein, weshalb sie auch oft selbst in solchen Filmen auftrat. Zur damaligen Zeit hatten viele Menschen Angst, dass ein Krieg zwischen Russland und den USA ausbrechen könnte. Vor allem war die Angst vor der nuklearen Zerstörung damals in der Bevölkerung relativ groß. Lake war ebenfalls von dieser Angst befallen. Er kaufte sich extrem viele Zeitschriften über das Überleben in der Wildnis und im Falle eines Angriffs. Er schaute sich Bunker an und wollte unbedingt selbst in einem solchen Bunker leben. Genau deshalb fing er auf dem Gelände der Ranch an, seinen eigenen Bunker zu bauen. Eher notbedürftig und nicht wirklich professionell, aber es gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Zumindest bis der Besitzer der Ranch über den Bunker stolperte und ihm den Weiterbau untersagte. Lake wollte von dem Plan aber nicht ablassen, weshalb er eine Anzeige schaltete in einem Überlebensmagazin. Im Jahr 1981 schrieb er dort, dass er einen Partner suchte, der ihm bei diesem Vorhaben helfen würde. Im Dezember 1982 besuchte Lake seinen 32-jährigen Bruder Donald Lake, der gemeinsam mit der Mutter Gloria in San Francisco lebte.
Blake fragte seinen Bruder, ob er mitkommen wolle zu seiner Hütte im Wald, die der Familie seiner Frau gehört hatte. Danach wurde Donald nie wieder gesehen. Die Mutter meldete ihn wenige Tage später als vermisst und erzählte der Polizei, dass Lake immer sehr abfällig über seinen Bruder geredet hatte. Öfters nannte er ihn einen Blutegel und während der Kindheit behandelte er ihn schrecklich. Wenige Tage nach dem Verschwinden wurde ein Hotelzimmer in der Nähe des Golden Gate Parks auf den Namen des Bruders gemietet. In Wirklichkeit war es aber Lake, der die Identität seines Bruders gestohlen hatte. 4 Monate nach dem Verschwinden des Bruders zog Lake bei einem Freund namens Charles Gunnar ein. Gunnar war 36 Jahre alt, ehemaliger Postbote und Schauspiellehrer aus Morgan Hill. Außerdem war er der Trauzeuge bei der Hochzeit von Lake gewesen. Beide verstanden sich sehr gut, denn beide interessierten sich für Überlebenstaktiken und Waffen. Am 22. Mai 1983 lud Lake Gunnar dann zu einem Roadtrip nach Vegas ein, denn Lakes Ehe war erneut in die Brüche gegangen und er wolle nun seine Scheidung feiern. Gunnar sagte zu und ließ seine beiden Töchter bei einem Babysitter. Charles Gunnar wurde nie wieder gesehen. Lake erzählte dem Babysitter einige Tage später, dass Gunnar mit einer Frau in Vegas durchgebrannt sei. Im Jahr 1984 lernte er dann durch seine Anzeigen in einem Überlebensmagazin den ehemaligen Marinesoldaten Charles Ng kennen. Charles kam ursprünglich aus Hongkong und wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen, nachdem Fahnenflucht begangen wurde und Diebstahl. Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis traf er dann durch die Anzeige auf Lake. Die beiden lebten gemeinsam in einer Hütte im Wald. Neben der Hütte hatte Lake angefangen, eine Art Kerker zu bauen. Seine Pläne hielt er dabei auf Video fest. Good evening. It's a Sunday in October. 22nd, 23rd, something like that. Very close to my 38th birthday. And I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say. But I do feel I need to explain. This tape, what you're hearing now, is going to be the lead-in of the various phases of construction of a building, which hopefully will be the first of a series of underground buildings. The building will be multi-purpose. It'll serve as a tool room and a storage room for a lot of valuables and miscellaneous stuff that are useful to have, but not particularly items of immediate use that should be in the house. Auch die späteren Taten hielt er auf Kamera fest, jedoch wurden diese Videos aus guten Gründen bis heute nicht veröffentlicht. Denn im Laufe der nächsten Jahre begannen Lake und Ng junge Frauen zu entführen, zu foltern, zu missbrauchen und ihnen das Leben zu nehmen. In der kranken Fantasie der beiden brauchten sie für den nuklearen Weltuntergang Frauen, die sie danach nutzen könnten, um das Weiterbestehen der Menschheit zu garantieren. Um an Geld zu kommen oder falsche Identitäten, machten sie auch vor Männern keinen Halt. So verschwand im April 1984 der 30-jährige Jeffrey Askren. Sein Honda wurde wenige Tage später in der Nähe von Lakes Haus gefunden. Am 11. Juli 1984 wartete der Radiomoderator Donald Gilletti zu Hause auf einen Mann, denn Donald hatte in einer Zeitung angegeben, dass er gerne Heteromänner verführen würde. Er lebte mit einem Mann namens Richard Carrazza zusammen. Als es klingelte, ging er also zur Tür in der Erwartung, einen Mann zu treffen, der für sein Angebot da war. Der Mann an der Tür zog allerdings eine Pistole und schoss Donald aus nächster Nähe in den Kopf. Als Richard nachsehen wollte, was los war, wurde auch ihm in die Brust geschossen. Der Angreifer glaubte, dass Richard sofort das Leben verloren hatte und flüchtete. Richard überlebte allerdings und wählte den Notruf. Später sollte der Schütze als Charles Ng identifiziert werden. Wenige Wochen später sollten bereits die nächsten Opfer folgen. Der 29-jährige Harvey Dubs, seine 33-jährige Frau Deborah Dubs
und ihr einjähriger Sohn Sean lebten in San Francisco. Harvey hatte in einer Lokalzeitung eine Anzeige aufgegeben, denn er versuchte Kamera- und Videoequipment zu verkaufen. Deborah war gerade am Telefonieren, als es am 25. Juli an der Tür klingelte. Deborah sagte ihrer Freundin am Telefon, dass sie auflegen müsse, da zwei Männer gekommen seien, die sich für die Geräte interessieren würden. Dies sollte das letzte Lebenszeichen der Familie sein. Am Tag danach sah ein Nachbar, wie ein asiatisch aussehender Mann eine Kiste aus dem Haus der Familie trug. Derselbe Nachbar sah etwas später ein fremdes Auto vor dem Haus der Familie mit demselben asiatisch aussehenden Mann und einem bärtigen Mann darin. Wenige Tage nach dem Verschwinden sah eine andere Nachbarin denselben Asiaten mit einem Seesack das Haus der Familie verlassen. Sie ging auf den Mann zu und sprach ihn an, dieser ignorierte sie aber und stieg in ein Fahrzeug und fuhr davon. Noch am selben Abend sah die Nachbarin dann einen Mann durch die Fenster des Hauses. Der Arbeitgeber von Harvey erhielt in den folgenden Wochen immer wieder Anrufe von einem Mann, der sich als James Bright ausgab und erzählte, dass Harvey wegen eines familiären Notfalls nach Washington fahren musste. Jahre später fand man dann die Videoausrüstung von Harvey im Haus von Lake und auch eine Rechnung auf Harveys Namen war im Besitz von ihm. Im August 1984 verschwand dann Maurice Rock aus seinem Wohnheim in der Carl Street in San Francisco. Ein Mann namens Alan Dre hatte ebenfalls ein Zimmer in diesem Wohnheim gemietet. Nachbarn beobachteten, wie jemand aus dem Zimmer von Maurice den Kühlschrank entfernte und mitnahm. Der Mann sagte, dass sein Name Steve sei und er wollte Fotos der Nachbarin machen mit einer äußerst professionell aussehenden Kamera. Sie lehnte ab und Jahre später wurde Steve bzw. Alan als Leonard Lake identifiziert. Im selben Monat verschwand außerdem Cheryl Okoro aus dem gleichen Wohnheim. Fotos von ihr, ein 11-seitiger Brief und Überreste konnten später im Haus von Lake gefunden werden. Im Oktober 1984 verschwand dann der 36-jährige Randy Jacobson aus dem Wohnheim. Er hatte zuvor Geschäfte mit Lake gemacht. Seine Identität wurde ebenfalls von Lake gestohlen. Seine Überreste fand man später in einem Hühnerstall auf Lakes Grundstück. Am 2. November 1984 wurde dann der 40-jährige Paul Costner das letzte Mal in San Francisco gesehen. Auch er hatte in einer lokalen Zeitschrift etwas zum Verkauf angeboten, nämlich seinen Honda. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens als Gebrauchtwagenhändler tätig. Sein Fahrzeug verschwand mit ihm. Kurz vor seinem Verschwinden hatte Paul seiner Verlobten noch erzählt, dass er einen potenziellen Käufer gefunden hatte, den er allerdings etwas seltsam fand. Das Auto fand man später im Besitz von Lake. Es hatte zwei Einschusslöcher. Die Überreste von Paul Costner wurden bis heute nicht gefunden. Am 20. Januar 1985 verschwand dann der 23-jährige Clifford Parenteau. Er war ein Kollege von Charles Ng bei der Dennis Moving Company in San Francisco gewesen. Monate nach dem Verschwinden verkaufte Lake das Motorrad von Clifford. Persönliche Gegenstände von ihm fand man auch später in der Wohnung von Charles. Ein anderer Kollege von Charles war der 25-jährige Jeffrey Gerald. Am 24. Februar 1985 verabschiedete sich Jeffrey und sagte, dass er Charles bei einem anderen Umzug helfen würde, um einen kleinen Nebenverdienst zu haben. Er wurde nie wieder gesehen. Am Tag danach ging ein Nachbar zur Hütte von Lake, um sich über den Nachbarn zu beschweren, die im Wald auf den Boden geschossen hatten. Lake öffnete die Tür, nur mit einem Handtuch bekleidet. Lake selbst war überströmt mit Blut. Er sagte, er habe sich an einer Kreissäge geschnitten und daher würde auch das Blut kommen. Am selben Tag ging Lake dann noch zu einem Arzt wegen einer Schusswunde an den Fingern. Später verkaufte Lake das Auto von Jeff unter dem Pseudonym Charles Gunner. Auch die nächsten Opfer kannte Charles aus seiner Vergangenheit. Er hatte während seiner Zeit im Gefängnis sich eine Zelle mit dem 23-jährigen Michael Carroll geteilt. Michael und seine Freundin Kathleen Allen verbrachten zur damaligen Zeit einige Tage in einem Hotelzimmer. Eines Abends, gegen 22 Uhr, sagte Michael dann zu seiner Freundin, dass er etwas erledigen müsse, woraufhin er das Zimmer verließ. Er kam nie zu seiner Freundin zurück. Ein paar Tage danach, am 14. April 1985, erhielt Kathleen einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Freund Michael am Lake Tahoe sei und wahrscheinlich erschossen wurde. Kathleen rief bei ihrem Arbeitgeber an und erzählte ihm dies und dass sie dorthin fahren müsse.
Sie wurde zuletzt mit einem bärtigen Mann am See gesehen, wie sie in ein Auto mit ihm stieg und davonfuhr. Am Tag danach ging ein Anruf bei dem Arbeitgeber ein, dass Kathleen 4 Wochen Urlaub bräuchte. Kathleen wurde später auf den Videoaufnahmen aus dem Kerker von Lake gesehen. Die letzten Opfer der beiden Männer sollten dann im April 1985 ihre direkten Nachbarn sein. Der 27-jährige Lonnie Blond Sr., seine Lebensgefährtin Brenda O'Connor, 19, und ihr Sohn Lonnie Blond Jr., 1 Jahr alt, sowie ein Freund der Familie, Robin Scott Sapley, waren zu diesem Zeitpunkt die Nachbarn der Hütte von Lake. Sie zogen im Januar 1985 in die Hütte neben ihnen. Auch sie kannten ihre Nachbarn unter dem Pseudonym Charles Gunnar. Sie fanden, dass er unhöflich und unausstehlich sei. Lake mochte die Nachbarn auch nicht, weil diese immer mit ihren Waffen auf seinem Grundstück herumschossen. Lake machte außerdem immer wieder Anspielungen darauf, dass die 19-jährige Brenda doch nackt für ihn posieren sollte. Dies machte Lonnie extrem wütend, weshalb er ihn am 19. April 1985 zur Rede stellen wollte, gemeinsam mit dem Familienfreund Robin. Keiner von ihnen wurde jemals wiedergesehen. Es gab aber Videoaufnahmen, auf denen vielleicht Brenda zu sehen war, wie Charles ihr die Klamotten vom Leib schnitt und ihr erzählte, dass er ihr das Kind wegnehmen würde. Am 2. Juni 1985 versuchte Charles, einen Schraubstock aus einem Eisenwarengeschäft in San Francisco zu stehlen. Dabei wurde er erwischt, weshalb er aus dem Geschäft rannte. Lake fuhr wenige Stunden später selbst zu diesem Geschäft, um für Charles den Schraubstock zu bezahlen, jedoch war die Polizei zu diesem Zeitpunkt schon im Laden angekommen. Sie wollten den Ausweis von Lake sehen. Dieser legte ihnen den Ausweis des verschwundenen Robin Stapley vor, der kein Stück so aussah wie Lake. Lake wurde sofort verhaftet, nachdem man in seinem Kofferraum einen verbotenen Schalldämpfer fand. Während er in Polizeigewahrsam war, schluckte er eine Cyanidpille, die er in seiner Kleidung versteckt hatte. 4 Tage nach seiner Verhaftung verlor er daran sein Leben. Das Nummernschild des Fahrzeugs war zwar auf ihn zugelassen, das Fahrzeug selbst aber auf Paul Costner, der seit November 1984 als vermisst gemeldet wurde. Durch das Kennzeichen fanden sie dann sein Grundstück, wo auch der Lastwagen von Stapley und das Auto von Bond stand. Dort entdeckten sie auch seinen Kerker, in dem er unzählige Menschen gefoltert und missbraucht hatte. In einem nahegelegenen Grab fand die Polizei dann knapp 20 Kilo verbrannter und zermahlener Knochensplitter, die mindestens 11 Menschen gehörten. Im Kerker fanden sie außerdem eine Art Schatzkarte, die sie zu vergrabenen Eimern brachte. In den Eimern waren allerlei Ausweispapiere und persönliche Gegenstände. Wegen des Fundes ging die Polizei dann von mindestens 25 Opfern aus. Auch fanden sie Tagebücher von Lake aus den Jahren 1983 und 84 sowie 2 Videokassetten, die die Folterung von Brenda O'Connor und Deborah Dubs dokumentierten. Auf einer Kassette hört man, wie Charles zu Brenda sagt: "Du kannst weinen und so, wie die anderen auch, aber es wird dir nicht nützen. Wir sind ziemlich kaltherzig sozusagen." In einem anderen Video sieht man dann, wie Deborah so stark angegriffen wird, dass sie wahrscheinlich dabei ihr Leben verloren hatte. Charles Ng hatte nie die Staatsbürgerschaft erworben und wurde 1985 in Kanada wegen Ladendiebstahls festgenommen. Er saß dort für 4,5 Jahre im Gefängnis. Er versuchte in dieser Zeit, seine Auslieferung an die USA immer wieder zu verhindern, da er Angst vor der Todesstrafe hatte. 1911 wurde er an Kalifornien ausgeliefert, wo er in 12 Fällen wegen der Taten an den vermissten Personen angeklagt wurde. Trotz der Videobeweise und der Tagebücher behauptete Charles, dass er nur ein Beobachter gewesen sei und Lake alle Taten selbst begangen hatte. Die Ex-Frau von Lake sagte vor Gericht trotz eines Versprechens von Immunität nichts aus. Man hatte erwartet, dass sie erklären könnte, wieso Lake in der alten Hütte ihrer Eltern gelebt hatte. Im Februar 1999 wurde Charles in 11 von 12 Fällen verurteilt. 6 Männer, 3 Frauen und 2 Kinder sollen seine Opfer gewesen sein. Er erhielt die Todesstrafe, obwohl die Geschworenen sich bei der 12. Tat nicht einig waren.
Die letzte Hinrichtung in Kalifornien fand 2006 statt. Charles wartet bis heute auf die Vollstreckung seiner Strafe, 24 Jahre nach Aussprache dieser Strafe. Im Jahr 2019 unterzeichnete der Gouverneur Gavin Newsom einen Erlass, der die Vollstreckung der Todesstrafe im gesamten Staat für unbefristete Dauer verbietet. Die Videos, die Lake und Charles zusammendrehten, werden bis heute von der Polizei unter Verschluss gehalten, weshalb sie offiziell als Lost Media bezeichnet werden. Ähnlich wie andere Videos, die bei Taten gemacht wurden, wie zum Beispiel bei der Tat von Armin Meiwes, werden solche Videos hoffentlich nie das Licht der Welt sehen. Unser heutiger Fall spielt in den USA. In der Nähe von Boston gibt es eine kleine Ortschaft namens Cohasset. In dem kleinen Ort leben knapp 8000 Menschen. Unser Fall beginnt mit der Familie Walsh im Januar 2023. Bevor wir allerdings über diesen Fall sprechen, falls euch dieses Video gefällt, dann lasst doch vielleicht ein Abo da. Das letzte Video haben weniger als 10% meiner Follower angezeigt bekommen, weshalb es unfassbar wichtig ist, dass YouTube weiß, dass Interesse an dieser Art von Content vorhanden ist. Ihr helft mir mit einem Like oder einem Abo wirklich unendlich. Die Familie Walsh lebte also in dem kleinen Ort Cohasset. Cohasset ist eine der teuersten Wohngebiete in der Gegend, weshalb auch die Familien dort relativ wohlhabend sind. Die Familie bestand aus dem 46 Jahre alten Brian Walsh, seiner 39 Jahre alten Frau Anna und deren drei Kinder, welche alle zwischen 2 und 6 Jahre alt waren. Im Jahr 2023 waren sie bereits seit 8 Jahren verheiratet gewesen. Die Hochzeit fand 2015 in Serbien statt, denn Anna kam ursprünglich aus Belgrad. Kennengelernt hatte sich das Paar bereits im Jahr 2009, als Anna neben ihrem Job in der Hotelbranche noch als Reinigungskraft arbeitete. Bei einem ihrer Aufträge sollte sie dann die Wohnung von Brian Walsh putzen und so lernten die beiden sich relativ schnell gut kennen. Anna arbeitete daraufhin noch weiter in der Hotelbranche und arbeitete sich dort immer höher in höhere Positionen. Später arbeitete sie noch in der Immobilienbranche. Bei diesem Job betreute sie Gebäude wie das Rockefeller Center oder das MetLife-Gebäude in New York City. Genau deshalb reiste sie auch oft quer durch das Land. Von Boston nach New York bis nach Washington. Brian hingegen hatte schon immer viel Geld gehabt, denn sein Vater, Dr. Thomas Walsh, war ein berühmter Neurochirurg. Brian selbst arbeitete, laut seinem Profil, immer mal wieder für verschiedene Firmen als Berater, jedoch deutlich weniger erfolgreich als seine Frau. 2016 versuchte Brian auf eBay gefälschte Kunstwerke von Andy Warhol zu verkaufen für $100.000. Ein Kunsthändler fand seine Auktion, flog von LA nach Boston, um sie selbst zu begutachten und kaufte sie dann für $80.000. Erst als der Händler zurück in L.A. war, merkte er, dass es sich bei den beiden Kunstwerken um Fälschung handelte. Da er Brian nicht erreichen konnte, versuchte er Kontakt mit Anna aufzunehmen. Als Brian dies dann erfuhr, schrieb er dem Händler eine E-Mail, in der er sich entschuldigte für die Situation. Aus Angst vor einer Anzeige bat er darum, die $80.000 zurücküberweisen zu dürfen und die Gemälde wiederzubekommen, da er sich angeblich sehr sicher war, dass es sich um echte Gemälde gehandelt habe. Der Käufer stimmte zu, jedoch schickte Brian ihm nie das Geld zurück und versuchte ihn zu ignorieren. Der Händler rief also das FBI und Brian wurde vor Gericht gestellt, wo er sich im Jahr 2021 für schuldig bekannte. Er bekam daraufhin Hausarrest als Strafe und musste die $80.000 zurückzahlen. Anna hatte zuvor noch einen Brief an den Richter geschrieben, dass Brian ein toller Mann sei, der einen dummen Fehler gemacht hatte. So lebte die Familie anscheinend sehr glücklich mit ihren drei Kindern ihr Leben in dem kleinen Ort. Bis zum 4. Januar 2023, als ein Anruf bei der Polizei einging. Ihr Arbeitgeber meldete sich und sagte, dass sie nicht zur Arbeit erschienen ist und sie vergeblich versucht hatten, sie zu erreichen. Ein Streifenwagen wurde also entsandt, um nach dem Rechten zu sehen. Dieser kam dann am Abend des 4. Januars in der Leafy Street in Cohasset an. Brian öffnete den Beamten die Tür und sagte ihnen, dass auch er Anna seit Tagen nicht mehr gesehen hatte. Laut ihm kamen am 31. Dezember einige Freunde vorbei zum Abendessen. Nach dem Essen haben sich alle gemeinsam betrunken und das neue Jahr gefeiert. Gegen 1 Uhr nachts gingen die Freunde dann nach Hause und das Ehepaar ins Bett.
Als Anna dann am 1. Januar aufwachte, sagte sie, dass es einen Notfall auf Arbeit gegeben hatte, weshalb sie schnell los müsse. Sie zog sich also an und machte sich auf den Weg nach Washington D.C. All das soll laut Brian zwischen 6 und 7 Uhr morgens passiert sein. Danach hätte er sie nicht mehr gesehen. Sie hätte ihm noch gesagt, dass er weiterschlafen soll und sei dann in ein Taxi gestiegen. In den Tagen zwischen dem Verschwinden und der Ankunft der Polizei hatte Brian ganz normal gelebt. Einmal, so sagte er, habe er seine Mutter besucht und dabei sein Telefon zu Hause vergessen. Deshalb gäbe es dafür keine Standortdaten auf seinem Telefon. Er habe sich auf dem Weg auch einmal verfahren, weshalb seine genaue Route nicht angegeben werden konnte. Das Telefon habe er dann einen Tag später erst wiedergefunden, da einer seiner Söhne es versteckt hatte. Ansonsten war er ganz normal einkaufen und hatte sich um seine Kinder gekümmert. Es wäre nicht untypisch, dass Anna für einige Tage in ihrer Arbeit versunken sei. Alles in allem aber eine sehr merkwürdige und auffällige Geschichte. Eigentlich stand Brian auch noch unter Hausarrest von dem Verkauf der gefälschten Warhol-Gemälde. Er durfte also nur unter ganz speziellen Auflagen das Haus verlassen. Interessanterweise war Brian aber Jahre zuvor wirklich der Besitzer von zwei echten Warhol-Gemälden gewesen, die er von einem Studenten gestohlen hatte. Dem Studenten versprach er damals, dass er die Gemälde für ihn verkaufen würde und sie so gemeinsam Geld verdienen könnten. Als dieser zustimmte, tauchte Brian mit den Gemälden einfach unter. Es war also gerichtlich bekannt, dass Brian ein Lügner und Betrüger war, was ihn noch verdächtiger wirken ließ. Seine Arbeitgeber, die er in seinen Profilen verlinkt hatte, schienen auch nicht wirklich zu existieren. Es gab zwar Einträge und Webseiten, wenn man sich auf diesen allerdings umsieht, merkt man relativ schnell, dass Brian auch hier versuchte, jemanden zu betrügen. Wahrscheinlich als Geldwäsche oder aus steuerrechtlichen Gründen. Die Frage, die also ebenfalls im Raum war, war: Woher kam der Reichtum von Brian und wie finanzierte er seinen Lebensstil? Wenn seine Freunde ihn das fragten, dann sagte er immer nur, dass er im College eine Software entwickelt hatte, die ihm immer noch so gut Geld reinbrachte, dass er davon reich geworden sei. Eine weitere Lüge. 1 Million Dollar hatte Brian zuvor von seinem Vater gestohlen. Im Jahr 2008 fiel dem Vater das auf, weshalb er den Kontakt zu seinem Sohn abbrach. Im Jahr 2018 verstarb Brians Vater dann. Im Testament des Vaters stand sogar, Zitat: Ich wünsche meinem Sohn das Beste, aber von meinem Erbe bekommt er gar nichts. Brian ernannte sich daraufhin selbst zum Repräsentanten seines Vaters, verbrannte das Testament und verkaufte den kompletten Besitz, der übrig geblieben war. Zu diesem Besitz gehörten echte Kunstwerke von Salvador Dali, Töpfer aus der Antike und andere extrem wertvolle Gegenstände. Dies führte zu einem extremen Streit zwischen Brian und seinem Cousin, der der eigentliche Erbe des Vermögens werden sollte. Während des Streits mit seinem Cousin kam dann auch ans Tageslicht, dass Brian zuvor in einer geschlossenen Anstalt war und dort als Soziopath diagnostiziert wurde. Ein weiteres Indiz, dass das Verschwinden seiner Frau vielleicht gar kein Verschwinden war. Just minutes ago, a vigil in Cohasset for Anna Walsh, the mother of three who's been missing since New Year's Day. While investigators continue their search, Anna's friends cling to the hope that she'll come home safe. On the streets and in the neighborhoods of Cohasset, thoughts are with Anna Walsh. Missing more than a week now, and members of the community finding the need to come together. Cohasset's a small town, so I think for everyone to come together and show their like love and support at the end of the day, like I said, she's a mom of three boys, so I think it is really nice for the community to do that. What this community doesn't have and wants is answers. Anna Walsh was last seen early New Year's morning, her husband telling investigators she was called to Washington, D.C. for a work emergency at her real estate firm. She was reported missing 3 days later. Die Polizei wertete in den Tagen nach dem Verschwinden von Anna den Browserverlauf von Brian aus. In den Google-Anfragen stand dann etwas wie: In welchem Bundesstaat lässt man sich am besten scheiden? Dann, am 1. Januar um 4.55 Uhr morgens, wurde Folgendes gegoogelt: Wie lange dauert es, bevor eine Leiche anfängt zu stinken? Wie hält man Verwesung auf? 10 Wege, Überreste zu verstecken, wenn man es dringend muss. Wie lange muss man vermisst sein, bis man ein Erbe bekommt? Kann man Körperteile wegwerfen? Was macht Formaldehyd? Wie lange ist DNA nachweisbar?
Kann man auch mit wenig Überresten herausfinden, wer die Person war? Wie zerstückelt man jemanden am besten und wo dann verstecken? Wie macht man einen Holzboden richtig sauber? Luminol, um Spuren zu finden. Was passiert, wenn man Körperteile in Ammoniak legt? Klamotten nach einer Tat wegwerfen oder waschen? Am 2. Januar googelte er dann, welche Säge eignet sich am besten zum Zerteilen? Kann man ohne Überreste angeklagt werden? Kann man kaputte Zähne noch identifizieren? Am 3. Januar suchte er dann noch, was passiert mit Haaren? Wie viel schneller lösen sich Überreste im Wald auf, als wenn man sie in einer Plastiktüte lässt? Kann man mit Backpulver Überreste gut riechen lassen? All diese Suchanfragen wurden auf dem iPad des Sohnes getätigt. Wahrscheinlich dachte Brian, dass man sie so nicht finden würde. Tatsächlich war Brian am 2. Januar einkaufen. In einem Baumarkt kaufte er einen Teppich und Reinigungsmittel für fast $500. Er zahlte zwar mit Bargeld und war dabei stark vermummt, jedoch konnte er auf den Aufnahmen identifiziert werden. Einen Tag danach fuhr er in den Ort Abington, knapp 30 Minuten südlich von Cohasset. Dort wurde er dabei gesehen, wie er große Mülltüten in verschiedene Mülleimer warf und wegfuhr. Die Polizei erfuhr davon leider zu spät, weshalb die Müllabfuhr bereits alles abgeholt und verbrannt hatte. Die Freunde der Familie hatten an Silvester gegen 1 Uhr das Haus verlassen und um 5 Uhr hatte Brian die ersten Suchanfragen getätigt, was bedeuten müsse, dass er Anna in dieser Zeit das Leben genommen hatte. Am zweiten Tag kaufte er dann alles, um die Überreste vorzubereiten und seine Spuren zu verwischen und am 3. Januar versteckte er sie dann in der Hoffnung, dass die Überreste zerstört werden würden. Auch gab es nie einen Notfall auf ihrer Arbeit und in Brians Auto war eine Plane ausgelegt und der Rücksitz nach vorne geklappt. Auch konnten noch einige Mülltüten gefunden werden mit Blutspuren darin, sowie eine Säge und eine Axt. Auch Schuhe von Anna konnten gefunden werden. Im Keller von Brians Haus fand man dann noch ein Messer sowie weitere Blutspuren. Am 8. Januar, nur 4 Tage nach der Meldung, wurde Brian also endlich verhaftet. We begin tonight with some breaking news. The husband of the missing Cohasset mom has been arrested for allegedly misleading a police investigation. Die erste Anklage war die der Behinderung einer Ermittlung. Hier plädierte er auf unschuldig. Eine Woche später wurde er dann wegen der Tat an Anna Walsh angeklagt. Auch hier plädierte er wieder auf unschuldig. Some of the searches are as follows. Keep in mind that the defendant said he left at 6 a.m. At 4:55 a.m. on January 1st, he searched how long before a body starts to smell. At 4:58 a.m., how to stop a body from decomposing. At 5:20 a.m., he searched how to embalm the body. At 11:34 a.m., dismemberment and the best ways to dispose of a body. Bereits 2014 meldete Anna der Polizei, dass Brian damit gedroht hatte, ihr das Leben zu nehmen. Im Jahr 2018 postete Anna dann ein Bild mit einer deutlichen Wunde am Kopf. Sie sagte, dass sie gestolpert sei. Die Motivation hinter der Tat ist noch nicht bekannt. Man geht davon aus, dass Anna die Suchanfrage tätigte nach der Scheidung. Als er davon erfuhr, sei er ausgerastet und er habe ihr das Leben genommen. Kurz vor der Tat hatte Anna ihren Mietern auch gesagt, dass sie den Mietvertrag nicht verlängern würde. Sie müssten sich also eine neue Wohnung suchen. Wollte Anna ihre Wohnung in dieser Gegend aufgeben, damit sie von dort wegziehen konnte? Wahrscheinlich wollte sie ihn verlassen und er wusste, dass er dann alles verlieren würde. Der Gerichtsprozess gegen Brian läuft noch. Immer mehr DNA-Beweise werden gesammelt. Es fehlt allerdings jede Spur von Anna, weshalb der Gerichtsprozess sehr kompliziert ist. Immerhin gilt die Unschuldsvermutung, bis bewiesen wurde, dass Brian die Tat begangen hatte. Auch wenn es mehr als offensichtlich ist, was in diesem Fall passierte. Was ist eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Was sind eure Theorien? Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Bis dahin, bleibt gesund.